So, hello, hello, willkommen, herzlich willkommen an alle hier heute zu dem Spiel FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Mann, ich hoffe, ihr seid alle gehypt, es geht euch allen gut. Was geht? Herzlich willkommen hier schon mal an, alle, die jetzt schon hier sind. Wen haben wir denn hier? Max FIFA, Joniko von Joni. Koni, Hannover 96, einfach Patrice, Julius Fischer, Helena, Barbie Yildiz, Kevin Goertz, Oliver C., Joni, Jasmin, JMB, was haben wir denn hier noch? Viele, viele Leute am Start. Was geht? BVB-Fan, hi. Also, was geht? Mir geht's super. Ich hoffe, es geht euch allen auch super. 44 Leute haben das Brazzo-Out-Ding unterschrieben, krass. Für ein gutes Spiel, hoffen wir es doch mal, warten wir hier kurz, bis noch ein paar mehr Leute reinkommen, denn wir verschieben das Gespräch über das Spiel gleich erstmal ein wenig nach hinten, nur ein bisschen, weil, wir haben hier heute noch ein anderes wichtiges Anliegen, auch Paul Hinz ist am Start, was geht, wir haben heute nämlich ein schönes und wichtiges Anliegen, worüber ich mich, sehr freue. Herzlich willkommen. Oh nein, was ist jetzt mit der Kamera? Kurz irgendwie Fokus von der Cam weg gewesen, sehr gut, kein Problem. Das regeln wir aber ganz schnell. Also, ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier an alle. Bayern-Fans, nicht Bayern-Fans, warum auch immer ihr hier seid. Geht nämlich sofort los. Müller möchte wieder eine Jugend aufbauen, bin da zu unsportlich, sonst würde ich mich gerne bewerben. Super Einstrich, denn darum geht's heute. Wenn wir mal hier rumspringen, sehen wir, erst FC Mülheim bekommt Unterstützung von jungen YouTuber. Junger YouTuber bin ich in diesem Falle. Den Artikel kann ich leider nicht weiterlesen, aber heute helfen wir dem ersten FC Mülheim. Die suchen nämlich oder wollen in Zukunft wieder eine A- und eine B-Jugend aufbauen, haben das aber aktuell nicht in ihrem Verein. Und über Kontakte sind wir dahin gekommen und deswegen, wir haben da ein kleines Video zu aufgenommen und sprechen darüber. Jetzt muss ich nur mal kurz noch was anderes zeigen vorher, das ist auch noch, dass ihr ja was wisst. Und zwar seht ihr, hier oben im Stream ist dieses, es ist weg. Hier oben ist dieses Mülheim, da oben seht ihr das Mülheim-Logo und dann, wenn ihr im Stream guckt, seht ihr hier auf jeden Fall die Info, das Anliegen. Also vor dem Spiel gibt es einen kleinen Beitrag zur Jugendabteilung des 1. FC Mülheim, die gerne wieder eine B- und A-Jugend aufbauen wollen. Deshalb werben wir in der Sendung Jugendspieler und des FC Mülheim um Spieler aus der Region, die sich dem Verein gerne anschließen würden. Auch dem Verein gerne anschließen wollen. Mehr Infos gibt es hier auf der Internetseite. Können wir hier auch aufrufen kurz. Hier ist die Internetseite dazu. Da gibt es noch mehr Infos. Ansprechpartner und so weiter. Aber ich möchte euch dazu gar nicht so viel erzählen, denn wir haben ein Video aufgenommen. Da fehlt leider mein Fehler ein wenig vom Anfang. Deswegen, falls ihr die Kollegen, die das mit mir aufgenommen haben, dabei seid, sorry, tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht warum, es hat irgendwie der Anfang wurde nicht aufgenommen. Da haben sich die Jungs, die da dabei waren und der Jugendberatungsabteilungs, der Meister für die Jugendabteilung, haben sich da kurz vorgestellt. Deswegen, es ist jetzt ein bisschen plötzlich. Deswegen, wie gesagt, tut mir echt leid, dass der Anfang fehlt, aber das, zeige ich euch einmal. Es geht 3-4 Minuten kurz und danach, können wir gleich auch über das Spiel sprechen, dann noch kurz was vorher. Aber dafür sind wir hier. Und nächstes Jahr eine B-Jugend, dass die zu uns kommen, dass wir eben nicht diese Kinder an jemand anders weiterleiten müssten. Ne? Ist natürlich schön, wenn da sind zwei Spieler bei aus meiner C-Jugend, die spielen schon seit der Bambini hier. So, und das ist eben, wäre es schade. Eigentlich, wenn sie deswegen leider den Verein verlassen müssen. Aber zurzeit sind uns da außer bei Werbung leider die Hände gebunden. Und das ergibt uns mit dir jetzt natürlich noch so eine kleine Chance, wofür wir auch sehr dankbar sind. Aber wie gesagt, aktuell ist es so, dass unsere C-Jugend in der neuen Saison 21-22 auch noch die C-Jugend ist. Und dann ab der Saison 22-23 dann eben die B-Jugend. Und es geht dann immer so weiter, ne? Also Ziel vom Verein ist natürlich, wenn leider Gottes keine neuen dazukommen, dass wir dann spätestens in 2 Jahren eine B-Jugend haben und dementsprechend dann in 3 Jahren durch unsere eigene Jugend dann auch eine A-Jugend haben. Das klingt ja nach einem vielversprechenden Plan. Also ich kann nur sagen, von meinen eigenen Erfahrungen ist es auf jeden Fall
Also ich habe Freunde, die haben die Vereine gewechselt und ich bin jetzt immer weitergeblieben in meiner Jugend, und dass man dann ja auch immer mit den Älteren kommt, man spielt irgendwie dann immer weiter mit den gleichen Leuten, die man schon kennt, und das ist auf jeden Fall ja was ziemlich, ziemlich Cooles. Deswegen wünsche ich mir für euch auf jeden Fall, dass ihr das auch so habt, dass ihr dann, oder dass in Zukunft die Spieler nicht gezwungen sind, den Verein zu wechseln, sondern weiterspielen können mit den Leuten, die sie sowieso schon kennen. Und da ja, hoffen wir, dass wir hier helfen können auf jeden Fall. Prima. Das ist gut. Ansonsten noch, vielleicht kannst du noch kurz erzählen, Benny, welche Vorstellungen habt ihr jetzt vor, noch im Jugendbereich zu machen, dass ihr dann vielleicht auch jetzt schon von den jüngeren Leuten mehr habt, dass dann ja auf lange Zeit die A- und B-Jugenden erhalten bleiben? Ja, also bei uns ist also anfangs Werbung, ne? Ganz viel Werbung, das definitiv. Wir haben im letzten Jahr knapp 10.000 Flyer hier in Mülheim und in Oberhausen verteilt. Wir starten jetzt mit der, vielleicht kann der Masche das mal eben hochzeigen. Wir starten jetzt mit einer neuen Flyer-Aktion, vielleicht ein bisschen näher. Vielleicht jetzt mit einer neuen Flyer-Aktion starten wir halt wieder Werbung, das ist klar. Und was bei uns in Anführungsstrichen der Vorteil beim 1. FC Mülheim ist, es ist wirklich ein familiärer Verein. Ne, natürlich kommt man durch Mundpropaganda weiter, das ist klar. In Mülheim sind wir im Allgemeinen die letzten Jahre sehr gut aufgestiegen. Also von der Jugendarbeit ist es um einiges besser geworden. Es gab schlechtere Zeiten. Wir hatten teilweise hier Jugendliche bis zu einer E-Jugend nur. Das ist natürlich jetzt nicht viel. Dann hat unser Jugendvorstand damals die Werbetrommel gerührt und wir waren auch mal wieder bis zu einer A-Jugend voll, die auch Stadtmeister geworden ist. Und ja, und dann hat man so ein kleines Loch wieder. Und ja, da sind wir seit geraumer Zeit dran. Wir hatten eine C-Jugend im letzten Jahr, die eigentlich in die B-Jugend sollte, aber die dann den Verein verlassen hat. Und also wir sind nicht leicht unterzukriegen. Das ist ein Vorteil hier in Stierum. Uns wird es irgendwo immer geben. Und es gibt immer Leute und auch Spieler, die dem Verein wirklich treu sind und dementsprechend auch daran arbeiten. Und das ist nicht nur der Jugendvorstand oder die Trainer und Betreuer, sondern eben auch unsere einzelnen Spieler, die in Schulen und alles Mögliche dann halt sagen, hey, ne, irgendwelche Freundschaften aufbauen. Und ich meine, du spielst selber Fußball, du weißt das. Durch Freunde kriegt man eigentlich dann auch das alles irgendwo gebacken. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall was gute Sachen für euch. Da wird euch bestimmt Gutes auf euch zukommen. Ansonsten für die Leute, die das jetzt hier live sehen werden, in der Beschreibung sind auf jeden Fall die Kontaktdaten. Das heißt, wenn ihr aus Mülheim und Umgebung kommt, könnt ihr euch gerne beim Verein melden. Telefonnummern, E-Mail-Adresse ist da alles vorhanden. Oder hier, jo, der Flyer nochmal. Da seht ihr es auch drauf. 2005, 2006 ist ja Zielgruppe, genau, hier sind ja viele von. Da finden sich bestimmt welche. Wir würden uns freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. Sehr gut. Jo, das war's dann hier von diesem kleinen Video, was wir vorher zusammen aufgenommen hatten. Ja, super, da muss ich kurz den Ton ausmachen. Also, wenn ihr aus Mülheim und Umgebung kommt und oder Umgebung kommt, guckt in der Beschreibung vorbei. Ich glaube, ein Mods hat noch eben schon den Link reingeschickt. Also sonst Infos hier bei Mülheim direkt auf der Internetseite. Hatten wir hier. Da gibt es alles kompakt, was auch immer ihr wissen müsst. Hier Junioren und so weiter. Ihr seht, es ist, das Höchste ist C1. Und sie wollen eben auch in Zukunft wieder eine A- und eine B-Jugend haben. Deswegen, wenn ihr aus Mülheim und oder Umgebung, also und Umgebung kommt, checkt das ab. Ansonsten hier Telefonnummer oder ja, der sportliche Leiter, das war der Benny, der hat eben gesprochen, das war der ja, Benny Hess, sportlicher Leiter vom 1. FC Mülheim. Und dann kommen wir auch zum zweiten Anliegen, und zwar haben wir heute wieder einen Halbzeitgast, und zwar einen Ex-Fußballprofi, Norbert Eilenfeld, wenn ihr hier lesen könnt. Hier haben wir ihn, das ist der gute Mann, der ist ja Ex-Bundesliga-Profi, hat bei Kaiserslautern gespielt, hat bei Schalke gespielt, bei Bielefeld und eben beim, ach Gott, falscher Link, und eben beim 1. FC Mülheim. Und der ist heute unser Halbzeitgast. Ex-Profi, der über den Abstiegskampf von Bielefeld und Schalke sprechen kann, die heute auch gegeneinander
spielen, was wir hier sehen können. Deswegen heute vollgepackt der Stream mit Gästen und so weiter. Also, wenn ihr euch da interessiert, checkt das ab. Genau, das erstmal dazu. Und ansonsten blenden wir noch, also ich wir, sondern ich noch schnell das Mülheim-Logo ein hier in dem Stream. Falls irgendwie zufällig Leute da noch irgendwann reinkommen, die denken sich, yo, wow, was ist das denn da für ein Logo? Dann können wir denen das erklären, dass es sich dabei um warum es sich dabei oder worum es sich dabei handelt. Ah, jetzt muss ich nur flott wiederfinden. Aber ja, also ich würde sagen, coole Geschichte. Hat mich sehr gefreut, dass wir das jetzt hier auf jeden Fall schon mal machen konnten. Mit den ja, jungen Kollegen hier. Tut mir, wie gesagt, echt leid, dass da der Anfang vom Anfang ein bisschen was gefehlt hat. Ich weiß nicht ganz, warum der Anfang nicht aufgenommen wurde. Aber ich schätze mal, das Anliegen ist auf jeden Fall ganz gut klar geworden. Da haben wir es doch. Erster FC Mülheim. Na, wo können wir das denn noch gut einblenden die ganze Zeit über? Sieht man das so noch gut? Warte mal. Jetzt muss ich mir selber den Stream öffnen. Ich denke mal, wir hoffen mal, das sieht man da noch ganz gut. Jo, das passt doch. Da sieht man es ganz gut. Vielleicht einen Ticken größer sogar noch. Sehr gut. Dann haben wir das auch gemacht. So, jetzt haben wir kurz eine sportliche Viertelstunde damit verbracht. Und jetzt geht es hier um das Spiel. Also, Fragen über Fragen lesen wir hier schon. Als allererstes, werden wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Zack, Aufstellungen, ach, Tabelle, Hilfe, ich war doch gerade schon beim Spiel. Taktische Aufstellung, Bayern München beginnt im Tor mit Manuel Neuer in der Abwehr. Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Hernandez und Alphonso David. Im Mittelfeld Kimmich und Alaba auf der Doppel-6. Vorne Musiala. Finde ich sehr gut, dass der von Anfang an für, wollen wir ihn? Für Leroy Sané startet. Coman auf rechts, Müller in der Mitte und vorne Choupo-Moting. Finde ich, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Das entzückt mich richtig, dass Sané nicht von Anfang an feiern darf. Spielen darf. Dann hier bei Leverkusen im Tor Radetzky, dann Tabsoba, Bender und Tah in der Verteidigung. Vier Reihe im Mittelfeld mit Sinkraven, Aranguiz, Palacios und Frimpong. Vorne Diaby und Bailey und im Sturm Patrick Schick. Ich dachte, ich nenne das wäre für letztes Jahr. Der spielt ja schon seit einigen Wochen überragend. Goretzka ist auch wieder im Kader. Sehen wir hier. Der Leon Goretzka kriegt vielleicht ein bisschen Spielzeit, Alaba irgendwann raus oder Boateng, weiß man nicht. Nur halt Lewandowski, von dem ja spekuliert wurde, der ist noch nicht dabei. So, jetzt können wir mal die ganzen Fragen, die eben kamen. Thema European Super League, das und dies und das, was auch immer da jetzt alles war, können wir jetzt abhaken. Auch gerne, wenn ihr noch Fragen habt zu Mülheim, auch dann. Also Köln führt 1-0 gegen Leipzig. Alter, das ist stark. Das ist stark. Dann könnte ja heute die Meisterschaft entschieden werden. Und wenn Köln Punkte holt, ist Schalke abgestiegen. Oh, und ich habe mein Bett gar nicht gemacht. Okay. Okay, also. Heute wird die Meisterschaft entschieden. Gute Aufstellung. Meinung zur Super League. Also ich... Es ist halt wieder so ein kommerzieller Scheiß, wirklich. Also, das geht überhaupt nicht. Es ist... Ich muss sagen, als Bayern-Fan, man kann stolz auf den FC Bayern sein, dass Köln nicht, dass Bayern da nicht mitmacht. Kann man schon als Bayern-Fan ein Stück weit stolz drauf sein? Kann man ein Stück weit auf jeden Fall stolz drauf sein, dass Bayern sich nicht in so eine kommerzielle Scheiße mit reinreitet, nur um noch mehr Geld zu verdienen, sondern dass wirklich die sagen, die Fans sind uns wichtig, wir machen da nicht mit bei dieser Kommerzliga, sondern wir ja, bleiben da, wo wir sind, wir machen das, was wir haben und können. Da machen wir weiter. Finde ich gut vom FC Bayern. Ansonsten, auf der einen Seite so, wenn man jetzt mal sagen würde, die ganzen Konsequenzen, die betrachtet man nicht, dass es die nicht geben würde, dann würde ich sagen, okay, könnte man drüber nachdenken. Aber es ist halt trotzdem was Kommerzielles und das macht vermutlich den Fußball kaputt, wenn dann da irgendwelche Leute, ja, da raus sind. Alter, es gibt auch nur einen Wechsel im Vergleich zum letzten Pflichtspiel. Und dass das Coman spielt anstatt Anfang an. Das ist ja einfach. Da haben sie es mir einfach gemacht. So, ich würde sagen, zur Feier des Tages, weil er jetzt so gut gespielt hat in den letzten Spielen, dann kriegen wir doch mal Hernandez. Hernandez, Bruder, du kommst hier aufs Bild.
weil du es dir verdient hast, weil du ein guter Mann warst in den letzten Wochen immer. Du hast in den letzten Wochen immer gut gespielt, bist ein guter Mann, hast es dir verdient. Ups. Was ist heute dein Tipp? Ich glaube 2-0 Bayern. Mein Tipp ist 2-0 Bayern. Wir halten hinten die 0 mit unserer aus irgendeinem Grund neu frisch erholten Aufstellung. Mit frischen Spielern. Ich glaube, wir schaffen es heute. Wir halten heute die 0. Heute wird die 0 gehalten. Ohne Drama. Mit gar keinen Reden und so. Einfach heute 0 halten, vorne 2 Tore schießen. Und dann hat sich die Geschichte. Na, so haben wir es, ja. Zack. So, schnell die FC Bayern Aufstellung, so. Denkst du, Lever schafft den Rekord von Gerd Müller, wird ganz schwierig. Wenn heute auch noch nicht wieder eingewechselt werden wird, Junge, Junge. Leipzig gegen Köln, 1-1, ui. Musiala soll aufs Bild, nee, Musiala hatten wir letztes Mal. Musiala hatten wir schon beim letzten Mal. Heute wäre anders, Mann. Bist du für oder gegen Bratzungs? Denkst du, er wird bald entlassen? Ich bin gegen Bratzungs. Ich habe auch die Petition unterschrieben. Ist natürlich nicht die feine englische Art. Aber ich habe auch diese Petition unterschrieben. Eins bei Köln, ui. Also sobald Köln punktet heute, glaube ich, ist Dings raus. Sobald Köln heute Punkte holt und Schalke verliert, ist Schalke raus, soweit ich das weiß. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir recht sicher. Ist Levi auf der Bank? Nein, Lewandowski ist nicht dabei. Was glaubst du, wird nächster Bayern-Trainer? Boah, schwierig. Also ich würde mir wünschen würde ich mit Nagelsmann, aber es gibt ja inzwischen wirklich ganz heiße Gerüchte. Die ganz heißen Gerüchte, unter anderem ist ja auch Jürgen Klopp jetzt dabei. Der hat sich ja so gegen, er hat sich gegen Liverpool ausgesprochen, wegen dieser Super League. Hat er sich gegen den FC Liverpool ausgesprochen und ich würde sagen, Klopp wäre schon wild, Mann. Klopp wäre irgendwie auch echt ein wilder Coach. Also ich konnte ihn damals wirklich nicht leiden bei Dortmund, aber jetzt so seitdem er bei Liverpool ist, finde ich den echt super sympathisch. Ein super geiler Typ, der Klopp, deswegen das wäre ein cooler Trainer. Wegen der Form würde ich sagen 2-1 oder so. Ui, und Köln führt 2-1, alter Schwede. Also ich glaube Bayern könnte hier 2-0 gewinnen. Suche ich hier nur gerade. Wieso denn? Ach. Show me what you need. Geht doch. So. Klopp und Brazzo passen zusammen und werden schon ein Jahr haben. Ne, Brazzo out. Brazzo raus. Ich meine, ein Brazzo-Rauswurf hat Kollege oder hieß es ja, dass Flick vielleicht von einem Brazzo-Rauswurf, dass ihn das vielleicht sogar so sehr überzeugen würde, dass Flick dann eventuell bleibt noch. Und das wäre cool, weiter Flick. Flick weiter wäre super. So, also wir haben im Tor Radetzky. Oh. So, dann halt. Kann man sich mal nicht den Namen rauskopieren, ganz elegant? Radetzky. Y. Ah. Hä? Ach. Geht doch. Dann die Abwehrreihe von Leverkusen. Nächste Frage. Kannst du mal in der Halbzeit bitte allen Fans fragen, ob ich ein Trikot mit Unterschrift bekommen könnte? Wäre sehr nett, da ich alte Trikots sammle. Ja, ich denke nicht. Nein. Ich denke nicht. Leverkusen wird gefährlich. Leverkusen auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft. Leverkusen keine schlechte Mannschaft. Aber ich werde die nicht fragen, nein. So, Sink, Graven im Mittelfeld, Sink, Gra, oh, wieso auf einmal Caps, Sink, Graven mit Aranguiz.
Palazzois. Frimpong. Also davor spielen noch Bailey. Ich schätze, Bayern gewinnt 2-1. Okay, einmal schreiben reicht. Warum Brazzo raus, Bruder? Früher habt ihr ihn geliebt und geschwört. Und jetzt sowas. Hä? Naja, Brazzo war... Also das war schon da... Kovac hat ja schon nicht die Spieler bekommen, die er haben wollte. Kovac hat ja schon nicht die Spieler bekommen. Und auch schon davor. Pep hat ja... Ich weiß gar nicht, seit wann ist er denn im Amt? Seit wann ist der Kollege denn im Amt? So, dann haben wir davor Bailey und Diaby. Oh, Alter, Dennis Sheeran, vielen, 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 vielen Dank für 20 Euro, ohne was zu schreiben. Alter Schwede. Vielen, 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 vielen Dank. Junge, 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 Kuss geht raus. Kuss geht raus. Alter Schwede. Krass, krass, krass. Vielen, vielen, vielen Dank. So, die Aufstellung ist gebaut. So, bist du aus Styrum? Nee, nee, aber wenn ihr aus Styrum oder Umgebung seid, dann jo, checkt das doch ab. Dann könnt ihr euch gerne beim ersten FC Mülheim Styrum melden. So, was wir jetzt noch schnell bauen, ist die letzte Animation. Genau, Mülheim, Link im Chat. Patrice, Digga, Baba gemacht, Digga. Baba. Bayern wird, glaube ich, 3-2 gewinnen, aber ihr könnt mir auch einen Unentschieden vorstellen. Ich bin gespannt mal. Der Bett ist nicht gerade sauber. Ja, wird gleich erledigt. Wird gleich erledigt. Bayern, Leverkusen. So, ich baue jetzt noch schnell, ne, die Aufstellung für den Rand. Kann ich ja immer, wenn ich eine Stunde vorher anfange, kann ich es ja nicht, logischerweise, nicht vorher machen. Sondern das dauert dann ja immer hier noch ein kleines Weilchen. Dr. Found the life, say baby. Wir werden Meister und der Pokal bleibt hier und wir holen den fünften Stern. Heute wird entschieden, wenn Leipzig verliert. Ja. Ach so, Meister. Ich war gerade kurz bei Pokalsieger und dachte so, aber klar, Meister werden wir ja sowieso. Immer. Immer. Wenn Leipzig wirklich jetzt verliert, dann könnte wirklich alles entschieden werden in der Hinsicht. Also wenn Leipzig heute verliert, oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das meine, weil ist ja sowieso gefühlt schon Meister. Zack und zack. Zack. MP4. Desktop. So, und jetzt haben wir auch sofort alles gemacht. Ton ist daher irrelevant. Also, wie kann man unterschreiben? Bitte Link schicken. Einfach nach, keine Ahnung, Flick, Brazzo raus Petition oder so googeln. Schätze ich mal. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, Brazzo raus Petition. Das reicht schon, wenn man das sucht. Da findet man es eigentlich, denke ich mal. So. Irgendwas ist hier anders als sonst bei dieser Aufstellung. Aber gut, Aufstellung ist auch am Rande eingeblendet. Ja, nicht ganz jetzt. So. Boah, das sieht komisch aus. Dennis Schön-Ehrenmann, sowas von. Sowas von ein Baba-Typ. Einfach zu nice, der Kerl. So. Oh, jetzt wird da wieder ein Schuh raus. So, Filter.
Filter, Effekte, Chroma Key, Key, Grün, Schließen, perfekt. So, jetzt ist es, wie es sein sollte. Jetzt muss ich noch mein Bett machen und dann können wir loslegen. Komplett. Besser wird es nicht, glaube ich. Besser wird's nicht, aber das Leben ist nicht perfekt, Mann. Bayern-Trikot gerade in der Wäsche. Gerade in der Wäsche, ach. Endlosschleife und die Cam ist unscharf. Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh ja, so, übernehmen, okay. Okay, so. Wie schön, da haben wir doch alles gepackt. Und es hat halbe Stunde gedauert, aber halbe Stunde Promo für Mülheim gemacht. Check. Bayern München Aufstellung gebaut. Check. Tja, war doch wieder ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Lia, der Mann für alles. Kann selbst das Bett machen, klar. Wann ist dann die Übergabe, dass Bayern den fünften Stern, wenn es heute entschieden wird? Weiß nicht, kann Bayern heute wirklich auch rechnerisch schon Meister werden? Ich dachte nicht, dass ich wüsste, dachte ich. Also, dass sie, wenn die rechnerisch heute schon Meister werden, wusste ich gar nicht. Habe ich nicht mitbekommen, musste ich beichten. Muss ich leider beichten dann. Muss ich dann leider beichten? Nein? Ja, ich wollte schon sagen, Mann. Wenn Musiala ein Tor macht, dann machst du mich Mord, kannst du vergessen. Ich mache keine Wetten mehr. Kann ja keiner ahnen, dass das dann auf einmal funktioniert. Kann ja kein Mensch ahnen, dass das dann funktioniert, wenn das einer schreibt. Und das passiert dann auch noch. Kann ja kein Mensch ahnen. Super. Super, duper, duper. Lia weiß schon, wer ich bin. Noch? Nein. Wenn heute ein Tor macht. Ja, die Wette, da würde ich aber auch nur mit einem kritischen Blick die Wette eingehen. Aber auch echt nur mit einem kritischen Tipp, was? Mit einem kritischen Blick würde ich das eingehen. Zack, add to render, bla bla bla. Ich habe keine Petition auf der Bayern-Seite gefunden. Nein, das ist ja auch nicht auf der Bayern-Seite. Das ist ja von den Fans. Das würde der Verein würde sowas ja nie zulassen, vermutlich. Dass da öffentlich irgendwie ihr Sport... Was ist sein Jobtitel? Sportvorstand, König, so kritisiert wird, man. Ich sag Goretzka und Jurecka. Wir nochmal, das Gorre könnte heute ein Tor mal wieder schießen, ne? Der hat auch lange nicht getroffen. Der Bruder. Ich würde es ihm gönnen. Naja, aber jetzt natürlich auch viele. Kommando zurück, er war halt einfach auch viele Spiele raus. Super League gleich geldgierige Liga, sowas von. Man kann man als Bayern-Fan, kann man stolz drauf sein, dass unser Verein da nicht bei ist. Kann man durchaus stolz drauf sein, würde ich behaupten. Wie schaut diese Woche der Streamplan aus? Weiß ich gar nicht. Wir haben jetzt ja heute. Und dann morgen weiß ich noch nicht. Morgen weiß ich tatsächlich noch nicht, ob ich morgen auch am Start bin. Morgen, boah, bin ich unsicher. Tendenz eher nein. Tendenz eher morgen Video. Tendenz morgen wieder Video hochladen. Wie gestern und heute, die beiden Videos, 1000 Euro, schön wär's. 1000 Klicks, das erste zur European Kollegen Super League. Und doch das zweite Video heute hat echt viele Aufrufe bekommen. Das ist stark. Das ist doch sehr stark. Was ist eigentlich mit deinem Verein? Meinem Verein geht super. Ach so, oder du meinst den ersten FC Mülheim hier oben. Die haben, das ist nicht mein Verein, sondern das ist ein Verein, mit dem ich netterweise, die mich gefragt, beziehungsweise wie auch immer, wir sind auf jeden Fall im Endeffekt auf die Idee gekommen, dass wir den Verein ein bisschen promoten, weil die haben keine
A- und B-Jugend in ihrem Verein. Was natürlich sehr schade ist für alle Spieler, die ja halt länger da noch Fußball spielen wollen. Und deswegen, wenn ihr aus Mühlermund-Umgebung kommt und Interesse habt, Fußball zu spielen, dann könnt ihr euch da melden. Könnt ihr euch da melden. So, ich öffne doch hier schon mal mein Sky. Zeigst du euch Spielergebnisse der anderen auch? Nee, hab ich jetzt nichts für vorbereitet. Machst du Sonntag um 15.30 Uhr Leipzig gegen Stuttgart? Könnte krass werden, wie Stuttgart-Dortmund. Oh, stimmt, tatsächlich. Mal, weiß ich, das muss ich überlegen. Mal gucken. Das muss ich überlegen. FC Bayern Schal, mein Zimmer sind es gefühlte 35 Grad. Ich zieh mir doch keinen Schal an. ausblenden, so. Turn it as you want. Show me in the morning, I've been losing weight. So. Chupo schießt heute 2 Tore, Müller 2 Tore und Sunny 1. Junge. Das wäre krank. Ist Lewandowski im Kader? Nee, Levi ist heute nicht am Start. Levi ist nicht dabei, Mann. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, könnte Bayern heute Meister werden. Ich glaube nicht, Mann. B hat als Verlierer 61 Punkte und Bayern dann 71 als Gewinner und 11 Punkte Vorsprung. Tatsache. Hallo, was geht? Christian, was geht ab? Was muss alles passieren, dass man einen Stern bekommt? 5 Meistertitel, aber bei Bayern irgendwie hat es länger gedauert. Ich weiß nicht warum. Bei Bayern hat es irgendwann länger gedauert. Wen haben wir als, am Wochenende als Gegner? Ich glaube Mainz. Ich glaube, am Wochenende geht es gegen Mainz. Spieltag. Nächster Spieltag. Jo, am Wochenende geht es um 15.30 Uhr gegen Mainz 05. Gegen Mainz 05. Wer ist im Moment die beste Mannschaft der Welt? Vermutlich Manchester City. Oder ein fittes Bayern-Team, aber ich glaube Man City noch besser. Moin, was geht ab? Wie findest du... Leverkusen unter dem neuen Trainer, gut, Mann. Levi ist gegen Mainz wieder dabei, hoffen wir es doch. Überrascht, dass Wirtz nicht in der Stadt spielt. Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Das hat mich tatsächlich überrascht und verwirrt. Bayern-Trikot, keins Wäsche. Es ist gerade alles in der Wäsche, ich weiß nicht, wo es ist. Ah, so. Man City keine K.O.-Spiele. Man weiß nicht, ob Man City mitspielen darf, Champions League, ne? Tschüss. Okay. Ob Man City oder ob die Champions League Teams mitspielen dürfen, man weiß es nicht. Oder ob die Saison abgebrochen wird. Ob Bayern zurückkommt in die Champions League, habe ich heute ein Video dazu gemacht. Wenn es euch interessiert, dann guckt es euch an. BVB auch nicht dabei in der Super League. Yo, die deutschen Teams wehren sich gegen die Kommerzialisierung. Kann man stolz sein als Fan. Wer gewinnt die Super League? Keine Ahnung. Wer weiß, ob das überhaupt stattfindet. Bei dem vielen Gegenwind. Wer weiß, ob das stattfindet. Ich bin Leverkusen-Fan, als Schwede. Ich bin Bayern-Fan, aber welcome. Welcome, welcome. So. Überträgst du das Game? Zeigen darf ich es nicht, nee. Wer gewinnt die Super League? Achso, keine Ahnung. Es darf nicht wieder 2-0 für Mainz in der Halbzeit sein gegen Bayern, ja. Schon die neuen Bayern-Trikots gesehen? Irgendwelche Leaks? Nee, noch nicht. Noch keine Leaks gesehen. Danach noch keine Leaks gesehen. Bayern spielt heute schon im neuen Trikot. Das kommt mir aber sehr spanisch vor. Das kommt mir aber sehr spanisch vor. Spielst du Fußball? Yo. 2 zu 3 Leverkusen. Win muss ich als Bayern-Fan sagen. Wow. Wo kommt das Spiel überall nur auf Sky? Spielt Lewandowski? Nein, Lewandowski ist noch raus. Lewandowski heute noch raus. Der kommt aber gegen Mainz scheinbar wieder. Leverkusen in den letzten 3 Spielen nur gegen schlechte Mannschaften gespielt und die haben nicht gut gespielt. Ja, es ist noch umso besser für den FC Bayern. Umso besser für den FC Bayern. Umso besser. Na. Lewandowski arbeitet am Comeback richtig. Findest du Moukoko, Wirtz oder Musiala besser? Also Wirtz und Musiala haben halt Wirtz halt noch mehr gespielt. Musiala auch krank und Moukoko hat einfach noch nicht so viel gespielt, ne? Moukoko hat noch nicht viel gespielt. Oh, meine Haare sehen irgendwie schon wieder ganz weird champ aus. Naja.
5 zu 4 für Bayern, Digga, wenn das passiert, alter Schwede. Alter Schwede, das wäre zu krank. Wenn Bayern 5-4 gewinnt, ich glaub's nicht. Mal kurz zur Aufstellung, wir können ja mal einfach mal ganz ungetrost in die Runde fragen. Sané spielt nicht, dafür spielt Musiala. Findet ihr es eher gut oder schlecht? Ich muss sagen, ich finde es absolut babamäßig, Mann. Ich finde es babamäßig. Ich finde es super stark. Sané in den letzten Wochen meiner Meinung nach echt immer richtig schwach gespielt. Und jetzt spielt Musiala von Anfang an, finde ich richtig wild, Mann. Ich bin zwar Bayern-Fan, aber ich sage 3 ins Leverkusen. Echt? Brazzo raus. Gut. Sehr gut. 2024 Champions League Finale VfL Osnabrück gegen Sandhausen. Zu nice. Ich auch. Ist gut. Sané war immer am stärksten, weil er von der Bank kam. Auch richtig. Ja, ich finde es gut, dass er nicht von Anfang an startet. Ich finde es gut, dass der Kollege nicht von Anfang an startet. Gut, weil Sané hat so oft Fehler gemacht und Musiala absolut geil. Also sehr verständlich. Sehr stark. Sehr gut. Oh. Show me what you want. Flick wird Safe-Nationaltrainer, leider. Leider, naja, bleibt da nicht bei Bayern. Bayern wirklich den fünften Stern holen. Bayern kann den fünften Stern holen, ja. Bin BVB-Fan, geil, dass ihr Leverkusen heute auf Abstand bringen könnt. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Wer schick als Nachfolger für Flick in Betracht? Kollegen wie Nagelsmann, obwohl der eine extrem teure Ablösesumme braucht. Klopp wurde ins Re in den Topf geworfen. Oliver Glasner von Wolfsburg, einige. Ich wünsche mir sie dann als neuen Coach, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Mann. Wenn Musiala noch mehr Praxis bekommt, dann wird er, glaube ich, richtig krank. Hoffen wir es doch, Mann. Klopp wäre auch geil. Ich muss sagen, ich finde Klopp echt wild, seitdem er weg ist von Dortmund. Da fand ich ihn echt unsympathisch, war bei Liverpool. Wilder Kerl, der Kollege, der Jürgen. Spielt Lewandowski wieder? Nein, noch nicht. Lewandowski noch nicht wieder dabei. RB liegt 2-1 hinten. Alter, wie wild. Guck ich doch. Ach. 2-1 in der 82. Minute. Alter, das Spiel neigt sich gegen Ende. Leipzig wechselt nochmal. Wang Hee Chang kommt für Mukiele. Das Spiel neigt sich gegen Ende. Jürgen, Mann, Mann, Mann. Sie beide in der Champions League Finale und sie gewinnen das in der Allianz Arena als zweite Chance. Ich kann euch ja mal was zeigen, was ich auf meinem Zweitkanal heute hochgeladen habe. Mit ja, dem Gedanken eben. Schon an diese. Ne? Oh, dafür muss ich kurz, aber. Hier. Also auf meinem Zweitkanal kann ich euch ja mal zeigen eben. Habe ich heute aktiv hier einmal diese Aufstellung, die da am Rande sind. Immer gerne abchecken, lade ich da immer hoch, was erstaunlicherweise echt immer gute Aufrufe bekommt. Ne? Hier 200, 300, 300, 500, 400, 200. Aber worum es eigentlich geht, ist Champions League in Zukunft. Geile Gruppenphasen, ne? Cádiz, Aston Villa, Sassuolo und Bayern. Zukunftsgegner in der Champions League. Und hier. Zukünftige Champions League Finals. Immer Bayern gegen PSG, weil alle anderen Top Teams ausgeschlossen werden, Mann. Und die Top Spieler, wo sind Neymar, Mbappé? Raus, die wechseln zu den Top Teams. Das nur kurz dazu, Link zum Zweitkanal. Gebt mir einen Moment, dann ist er auch im Chat. Dann könnt ihr ja mal die Videos vielleicht auch abchecken, wenn ihr so viele eh schon sind. Das wäre ja super cool von euch. Guten Erik Tenk von Erik Ten Hag von Ajax soll auch Kandidat sein. Okay, RB muss gewinnen. Wäre besser für Arminia. Leute, alle abonnieren Road to 10K. Ist halt wirklich so. Da. Stimmt, dass der erste FC Milan zwischen 1972 und 66 in der Bundesliga gespielt hat? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Tatsache. Alter Schwede. Zweite Liga. Krass.
Meinung zu Musella feiere ich absolut. Musella, so ein cooler Typ, Mann. Feiere ich richtig. Der Typ ist frisch 18 geworden. Hat abgeliefert jetzt in der Bundesliga. Einfach ein Baba-Mann. Baba-Typ, Mann. Was glaubst du, wer stellt in der zweiten Liga auf? Meist nicht. Hamburg auf jeden Fall nicht. Hamburg nicht. Und hoffentlich stellt Osnabrück nicht ab. Abstimmen, für wen wir sind. Stimmt, wir können ja mal schon mal eine Umfrage machen. Ich muss auch, ja, gleich nochmal auf Toilette kurz vor Anpfiff. Aber eins in den Chat, wenn ihr für den FC Bayern seid. Plus eins. Plus eins in den Chat, wenn ihr für Bayern seid. Oder zwei, wenn ihr für Dings seid. Alter, Dennis hier nochmal 10 Euro. Ey, wieder nichts geschrieben. Vielen, vielen, vielen Dank. Kuss geht raus, Mann. Kuss geht raus. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Einfach so. Vielen, vielen Dank, Mann. Dann beginnt das Spiel 2030. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Auch wie schön das jetzt hier inzwischen, dass wir das richtig etabliert haben, dass hier der Chat schön voll mit anderen Bayern-Fans ist, Mann. 1, 1, 1, alle 1, alle 1. Wild. Wild, 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 wild. Und Dennis Schild, vielen, vielen Dank für noch einen Zehner. Noch einen Zehner. Hast ja auch eben schon 20 gehabt. Junge, 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 Junge. Alter Schwede, Baba-Typ, Mann. Also, tatsächlich alle, ich glaube, alle für Bayern hier im Chat. Wie schön. Wie schön. Na, das freut mich doch sehr, Mann. Darf man bei den anderen Vereinen spoilern, klar. Anderen Spiele immer auf dem Laufenden halten. Zeigst du das Spiel auch? Nee, darf ich nicht. Würde ich ja echt gerne, aber darf ich nicht. Wo ist denn das Bayern-Trikot in der Wäsche? Also überall, wo man das Spiel gratis gucken kann, ist einfach nur illegal. Nur so als Tipp, Mann. Frage Norbert Eilenfeld, wie lange Schalke in der zweiten Liga bleiben wird. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ich hoffe, Jürgen Klopp geht zu Bayern, das wäre zu nice. Plus eins. Also Bayern, viele, viele, viele für Bayern. Wir haben auch schon wieder 100 Likes vor dem Stream. Bevor der Stream überhaupt angefangen hat, waren schon 50 Likes von den Leuten, die hier vorher drauf waren. Zu wild, Mann. Chelsea will raus aus der Super League, kam gerade die Nachricht. Echt? Das ging ja flott. Das ging ja flott, dass die da raus wollen. Das ging ja mal ganz schnell. Ich hoffe auf Nagelsmann. Nagelsmann ist, glaube ich, auch mein Favorite-Kandidat. Nagelsmann ist der, den ich auch am liebsten sehen würde, Mann. Abtrikot HSV, Bro. Was? Was? Upa spielt sich warm für Bayern. Na, hoffen wir es doch mal. Er soll aber auch nicht mehr. Nicht noch eine böse Verletzung sich einfangen. Hector sogar mit einem Doppelpack. Jausa. Und, oh, 87. Minute haben wir. 87. Minute ist es da. Wenn Leipzig da verliert, wäre schon wild. Wenn Leipzig da auch verliert, wäre schon wild. Wild, wild, wild. Hast du auch erwartet in Mülheim? Yo, mein Opa kommt tatsächlich aus Mülheim. Mein Opa kommt tatsächlich aus Mülheim. Original, gebürtig meine ich. Wie steht's bei Köln-Leipzig? Köln führt 2 zu 1, Mann. 2, ich bin Leverkusen-Fan. Wow. Wow. Was hältst du von der Super League? Ist Schwachsinn. Schwachsinn, nur eine Geldmacherei. So, ich muss nochmal kurz auf Toilette. In der Zeit, checkt nochmal den Link ab zum ersten FC Mülheim. Sonst lest euch die Beschreibung durch. Ich bin in 2 Minuten wieder da.
So, so schön das rotierende Licht auch war. Da sind wir wieder, Mann. Bayern. Voller Fokus jetzt aufs Spiel. Bayern mit einem Wechsel zum letzten Pflichtspiel. Kingsley Coman für Leroy Sané, was ich sehr gut finde. Wenn die Meisterschaft in trockenen Tüchern ist, würdest du Nübel ein Spiel gönnen? Ja, dann kann der von mir aus ein paar Spiele machen, Mann. Wo sind die Fangesänge? Können wir ja schon mal zur Einstimmung jetzt anmachen. Was hältst du von Schupo? Fand ich am Anfang echt übel, aber inzwischen, der hat einen Kampfgeist, Mann. Der hat einen Kampfgeist. Das gefällt mir an ihm. Der ist wirklich, der kämpft für sein Team. Der kämpft für sein Team, Mann. Moin, wusste nicht, dass heute Stream ist. Mann, Mann, Mann. Hättest du doch jedes Bayern-Spiel. Jedes Bayern-Spiel sind wir doch hier. So, wir können auch nochmal... Warte mal, wie viel Zeit ist bis zum Anstoß? 5 Minuten noch oder 10? Wir können hier nochmal kurz einen Blick drauf werfen. 90 Minuten, es gibt eine drauf. Das heißt, das Spiel ist sofort zu Ende, wenn Bayern... Das könnte Bayern die Meisterschaft hier ganz, ganz einfach machen. Das könnte Bayern die Meisterschaft ganz, ganz einfach machen, wenn Leipzig hier 3 Punkte liegen lässt, Mann. Wenn Leipzig hier jetzt gleich 3 Punkte liegen lässt, wenn auch immer die eine Minute zu Ende ist, das könnte richtig wichtig sein. Das könnte richtig wichtig, also nicht könnte, sondern ist richtig wichtig, Mann. Bayern gewinnt, da hoffe ich doch immer noch 2-1. Leipzig verpasst den Ausgleich. Guck mal nach, steht hier was von einer Riesenchance. Ui, guten Zweikampf gegen Söllert, einen Konter. Alter, der Keeper Horn, Mann. Heieiei, scheiße für Arminia. Ja, aber gut für den FC Bayern, gut für den FC Bayern. Man City steigt aus der Super League auch aus. Auch! Mann, die ging aber schnell zu Ende, die Super League. Die ging aber schnell zu Ende. Oh, nach Upamecanos Kopfballvorlage zielt Kloiwitz ebenfalls per Kopf auf den rechten Winkel. Es fehlen Zentimeter für den Ausgleich. Eieiei. Wenn Köln gewinnt, ist Schalke in der zweiten Liga. Ich glaube, stimmt. Stimmt! Meinung, dass Schalke heute absteigen kann, natürlich schade. Natürlich schade, aber ist es. Ist halt so. RIP Schalke. Sachen, das Zeit. Ach, 20, ich dachte, das wäre gerade schon halb. Uiuiui. Ja, schade für Schalke, kann man nicht anders sagen. Außer Leipzig macht hier wieder, haut wieder so 90 plus irgendwas Banger raus. Wie viel Nachspielzeit gibt's denn? Steht hier überhaupt nicht, Mann. Ein Glück auf die. Auch die Strukturen sind doch gut der UEFA, ja. Also Auswärtsregel kann man sich drüber streiten. Und auch sonst, schwieriges Verhalten. Oh, gelbe Karte für Funkel. Ui, Pass Kloiwert. Angelino. Kloiwert. In die Mitte. Ui, Luftzweikampf. Eckball. Oh Mann. Ich hoffe, Mbappé kommt zu Bayern. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Eckball für Leipzig. In die Ecke. Wechsel. Torschuss, Angelino. Aber gefangen. Oh oh. Aber gefangen. Von Paar Horn. Das neue Auswärtszüge von Bayern ist schwarz-gold. Das ist das, was offizielles? Wenn Schalke gewinnt in Bielefeld, sind sie rechnerisch noch nicht abgestiegen, aber sie müssen heute dreifach punkten, okay. Oh Mann. Oh Mann. Also Schalke muss 3 Punkte holen, was möglich ist, aber schwierig ist. Neymar zu Bayern auch. Also das könnte nur passieren, wenn Paris und Bayern die einzigen Teams sind, die im Endeffekt noch in der Champions League spielen. Aber auch nur dann, wenn irgendwie die Spieler in der Superliga nicht irgendwie deutlich mehr Geld verdienen würden. Und das machen sie. Deswegen würde das auch nicht funktionieren. Aber welche Seite bist du gerade? Auf Kicker. Kicker. Beim Kicker. Nochmal ein Eckball für Leipzig. Gulagi kommt mit nach vorne. Gegen wen spielt Schalke? Schalke spielt gegen Arminia Bielefeld. Schalke spielt gegen Arminia. Oh, Kloiwert mit einem Alu-Treffer. Junge. Junge. Okay, also Schalke muss 3 Punkte holen, um nicht abzusteigen.
Schleubert Aluminium. Ach, wahrscheinlich noch das Einte. Leipzig wird nie deutscher Meister. Ich glaube ja auch nicht. Klärende Aktion von Skiri. Skiri. Lia, hast du gewusst, übrigens, dass Emret Geldicki von Bayern 04 Leverkusen bei dem ersten FC Mühlen in der Jugend angefangen hat? Alter Schwede, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ui, das ist ja krass. Crazy, crazy, crazy. Alter Schwede, nee, das wusste ich nicht. Interessant. Schaust du Konferenz in der Einzelspiel? Ich gucke Einzelspiel. Warum darf ich nicht Mod werden? Ich gucke alle Bayerns mit. Ich habe genug Mods. Außerdem schreibst du gucken mit K geschrieben. Spielende. So, es ist amtlich. Es ist amtlich. Bayern ist quasi deutscher Meister, weil Leipzig zweimal hintereinander Punkte liegen lässt, Mann. Ich dachte, morgen ist Bayern. Nein. Ah, guck mal hier. Breaking. Chelsea zieht wohl Teilnahme zurück. Hector einfach Doppelpack. Zu wild. Einfach zu wild. Bayern ist Meister. Ja, das glaube ich aber auch. Das glaube ich aber auch. So. Wenn Schalke heute nicht punktet, dann ist es aus. Dann ist es aus mit Schalke. Und ich habe gehört, dreifach punkten. Ich glaube nicht, dass ein Punkt reicht. Alle Kölner abonnieren Lia. Ja. Das Gefühl, alle Leipzig-Fans sehen. Ey, aber wir haben heute einige dazu bekommen schon. Let's go. Let's go. Push uns. Noah Wer ist auch wieder am Start. Was geht ab? Was geht, was geht? Da, Oh, Leverkusen hat sich auch klar gegen die Super League ausgesprochen, Mann. Köln gewonnen. Zu wild, Köln. Zu wild Mühlheim. Ja, wenn ihr aus Mühlheim Umgebung kommt, checkt den Verein ab. Die suchen immer neue Leute, um in Zukunft eine A und eine B-Jugend zu machen. Zu stellen. Deswegen. Checkt das ab. Links in der Beschreibung an. Funke labert rassistisches Zeug. Echt? Gibt ja den nächsten Shitstorm, ich sehe schon. Oh, wie schön. Mich freut es richtig, dass Sané auf der Bank sitzt. Mich freut das richtig, Mann. Ich bin Trainer da. Ach so. Lost. Lost von mir. Aber trotzdem. Hol Leute in dein neues Team. Bayern wird jetzt Safe Meister, ja. Also das Ding so, dass Leipzig zweimal hintereinander patzt, das ist ja wirklich. Wow, wow, wow. Guck, Bayern-Shop, ja, ich bin dabei. Ich glaube nicht, dass die schon ein neues Trikot haben, Mann. Wenn Bayern gewinnt, sind sie 10 Punkte vorne und Leipzig kann noch höchstens 12 holen. Ja, aber das wird ja nicht. Leipzig holt ja nicht noch 12. Und Bayern holt ja nicht auch noch... Also ist ja nicht so, dass Bayern keinen einzigen Punkt mehr holt. Gesundheit, danke. Ich bin im Bayern-Fanshop, hier ist nichts von wegen neues Trikot. Trikots. Gesundheit, danke. Nichts von wegen neues Auswärtstrikot. Gesundheit. Ah, du wurdest in die Trainergruppe gepostet, deswegen wollte ich mal reinschauen. Ach so, ach so. Ach so, na dann herzlich willkommen. Na dann herzlich willkommen. Moin, moin. Auch immer wieder am Start. Also Bayern noch im gewohnten alten Trikot. Im gewohnten Trikot. Moin, moin, moin. Alter, neuntes Mal in Bayern könnte bald einfach, wenn die nächste Saison auch noch Meister werden, ist Bayern eine Dekade in Folge Meister geworden, Junge. Angies und Neuer sprechen nochmal ab. Wo kann man das Spiel sehen? Bei Sky. 4-2 für Bayern, let's go. Mir ist an mir, hoffen wir es doch mal, Mann. Kann Leipzig Bayern nicht mehr einholen? Doch, könnten sie noch. Aber das würde nur passieren, wenn Bayern gar nicht mehr punktet und Leipzig muss halt alles gewinnen. Also unrealistisch.
Was sagst du dazu, dass Chelsea und Man City rausgetreten sind aus der Dreck Super League? Ja, ist irgendwie erwartbar gewesen, sage ich mal. Tipico. Oh, so, die Teams sind bereit. Musiala und Co. Jüngster Doppelpacker der Bundesliga-Geschichte. Und jüngster Spieler mit 6 Bundesliga-Toren. Das war wahrscheinlich die Entscheidung, das Spiel von Köln und Leipzig. Ja, wahrscheinlich, ja. Bei mir wird das Spiel nicht angezeigt auf Sky. Doch, das Spiel läuft auf Sky. Wo ist der Podcast von Mülheim? Wie der Podcast? Auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, habe ich das Gefühl, dass Bayern nächstes Jahr Meister wird. Ja, die anderen Teams sind konstant nicht stark genug, Mann. So, wir warten auf den Anstoß. Ich habe gerade gelesen, Bayern kann am Wochenende Meister werden. Ja, ich denke schon, wenn sie gewinnen, wahrscheinlich ja. So, jetzt kann es aber auch so langsam mal losgehen. So, jetzt können wir aber auch mal anfangen. Was brauchen die denn hier so lange? Die haben schon vor 5 Minuten Platzwahl gemacht. Bayern hat auf jeden Fall den Anstoß. Anpfiff, der FC Bayern München beginnt die erste Hälfte mit dem Ball von rechts nach links hier gegen Bayer Leverkusen. Bayern startet mit dem Ball über die linke Seite. Von rechts nach links. Erstmal hintenrum, ich bin gespannt auf Hernandez. Seht ihr ja hier, er hat es geschafft heute. Er ist der Star hier am Rande. Weil ja, ich habe große Erwartungen an den Kollegen, dass er noch vieles Wichtiges macht für den FC Bayern. Und momentan halt einfach echt gut spielt. Davies kriegt mal den ersten langen Ball, der in Richtung Diaby gehen sollte. Wird hier aber abgefangen von Davies. Und jetzt geht es erstmal hinten rum. Boateng spielt den Ball rechts raus in Richtung Pavard. Tipp für das Spiel 2-0 Bayern. Let's go. Ist er wirklich so. Ehemaliger Spieler vom 1. FC Mühlen ist auch der Co-Trainer von Franz Beckenbauer bei der Weltmeisterschaft in Italien 1990. Holger Ossiak gewesen. Also, ihr seht schon. Wenn ihr aus Mülheim und Umgebung kommt, checkt das ab. Erster Ball mal von Pavard in die Mitte. Musiala kann nicht zum Kopfball kommen. Hat ihn aber. Moin, was geht? Also, ihr seht schon. Mülheim, wenn ihr aus Umgebung kommt. Krasser Fall. Oh, und Dennis Schieren mit dem nächsten Fünfer. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Mann. Kuss geht raus. Kuss geht raus für 35 € heute schon. Alter Schwede, Mann. Weißt du, wann Lewandowski zurück ist, beziehungsweise wann er wieder spielt? Ich glaube, gegen Mainz ist er zurück. Könnte also in der Theorie spielen. Musiala, vertändelt da den Ball. Problem bei der Ballannahme. Gegen Leon Bailey. Ey, was ist jetzt schon wieder mit der Cam? Zack. Dennis Schier wirklich so ein Ehrenmann, Mann. Bauer-Typ. Davies am Ball. Boah, wird Druck gemacht. Oh, aber richtig gut von Musiala im Zusammenspiel mit Alaba.
Choupo-Moting startet mal. Müller kriegt den Ball in der Mitte, lässt ihn durch für Kingsley Coman im Strafraum. Möchte ablegen, wird abgeblockt. Schade, wenn da Choupo-Moting, ich sag's euch, wer das ist, ist so eine Szene. Es ist ein 2 gegen 2 vorne. Im Prinzip Alaba spielt den, führt den Ball nach vorne. Und Müller und Choupo laufen an den Ketten vorbei. Und Lewandowski wäre safe geschickt worden. Lewandowski wäre mit Sicherheit geschickt worden, Mann. Stream bockt heute, ist wild. Diaby am Ball, Rückraum Arangis, Frimpong und Musiala blockt das Ding. Wo sind die Mühlen, wenn man weiß, ist Levi auf der Bank? Nein. Wie ist Köln der B ausgegangen? Köln hat 2-1 gewonnen. Also ist Bayern im Prinzip Meister. Oh, Musiala, gut den Ball abgefangen. Ja, aber kann nicht in den Reihen vom FC Bayern bleiben. Kann nicht im Reihen vom FC Bayern bleiben. Tabsoba hat den Ball. Unser Coverheld. Da. Zingraven mit Leon Bailey. Arangis hat den Ball. Sucht eine Anspielstation. Findet Tabsoba und Müller ist da und blockt den Ball. Den Versuch von einem Ball, der nach vorne gespielt wird. Sehr, sehr gut. Einmal für Leverkusen. Der wird erstmal weit nach hinten geworfen mit Bender. Und Jonathan Tah bietet sich an, aber Radetzky entscheidet sich, den Ball rauszuspielen auf Frimpong. Er geht ins 1 gegen 1 gegen Musiala. Kommt vorbei, vorbei an Davies, der Pass. Kimmich rutscht im Mittelfeld weg. Gut gemacht von Diaby. Raus auf Zingraven. In der Mitte stehen Bailey und Schick. Bailey kriegt den Ball, lässt einen aussteigen, schießt. Der Ball wird abgeblockt und geht raus, Davies kann ihn klären gegen Frimpong, nach vorne geschlagen. Einwurf Leverkusen, Höhe Mittellinie. Wie geht's dir so? Ey, mir geht's super. Mir geht es super. Bin hier im Stream dabei, feier dich so hart. Danke, danke, danke. Was geht gerade bei den Super League-Vereinen ab? Viele wollen austreten. Ja, ja. Achso, was geht gerade bei den Super League-Vereinen ab? Achso. Ja, ja, da ist Drama, Drama in verschiedenen Akten. Ich glaube, so heißt es. Erwähnt mal die Petition gegen Salihamidzic. Ich habe hier schon unterschrieben. Es gibt eine Petition von den Bayern-Fans, wo scheinbar schon über 40.000 Leute unterschrieben haben. Ich habe das auch gemacht. Da waren 26.000, als ich da unterschrieben habe. Weil wirklich, es gibt ja immer noch die Chance, dass Flick bleibt bei einem Brazzo-Rauswurf. Gibt es ja immer noch die Chance. Ui. Boateng köpft den Ball raus auf Musiala. Der wird unter Druck gesetzt. Verliert den Ball. Bei einem spielten Fehlpass. Ja. Arangis. Ein Chipball in die Mitte. Alaba köpft ihn raus. Ne, Musiala war es sogar. Musiala, guter Mann. Guter Mann. Jamal Musiala. Mein Mann. Ta wieder am Ball. Verteilt den da. Oh. Ungenau. Da wäre Coman mal fast an den Ball gekommen. Ui, Bailey wird geschickt. Ui, Neuer. Bailey fällt im Strafraum. Mhm. Toll, wenn Brazzo geht und Flick auf. Ja, ich bin kein Fan von Brazzo. Also, kein Trainer hat die Spieler bekommen. Wer ist Palazzo? Ich habe keine Ahnung, aber der Kollege spielt mit. Der spielt mit. Schalke gleich zweite Liga, wenn sie halt. Sie haben halt kein Tickets. Ja, so lost. Na, Bailey tritt da in den Boden ohne Foulspiel. Alaba wurde so schlecht und langsam. Nein, Alaba ist genial. Lieblingsspieler von Bayern, ey, Alphonso Davies. Ich feiere den Typen unfassbar krass. Ich wollte ungemein sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Wort ist. Ich feiere den total. Pavard über rechts außen mit Kingsley Coman. Ah, in die Mitte. Hernandez spielt ihn da raus auf Davies. Der geht mal ins Dribbling gegen Frimpong. Oh, kann den Ball verliert ihn aber Alaba, kriegt ihn. Chipball auf Thomas Müller! Richtig gute Chance. Choupo-Moting Anschuss, Nachschuss. Und 1-0. 1-0 für den FC Bayern München. Woo! Richtig schönes Tor. Traumhafter Ball von Alaba in Strafraum. Müller Abschluss aufs Tor. Und Choupo-Moting kriegt den Abpraller und verwandelt ihn zum 1-0. 8 Minuten hat es gedauert. Wie geil, Alter. Alaba, richtig schöner Ball. Kein Abseits.
ein bisschen zu lang für Tabsoba. Der kann ihn nicht bekommen. Aber Müller. Und dann ist es unser Mann Schupo, der den Abpraller bekommt. Noch ein bisschen Glück. Bender kriegt da, fälscht den Ball noch ein bisschen gefährlich ab. Aber let's go, Mann. 1-0 für den FC Bayern. Schupo Goating mit seinem dritten Treffer in der Bundesliga. Diese Saison. In seinem dritten Treffer die Saison. Der wilde Voice-Crack. Ich bin mir schon gespannt, morgen beim Highlights zusammenschneiden, was ich da wieder sehe, Mann. Ich spoilere, ich wusste das schon vorher. Wirklich nicht spoilern. Ich habe zum Glück jetzt gerade, ich habe den Chat verdeckt und ich habe es nicht gesehen, Mann. Aber Choupo-Goating, wirklich, Mann. Quote wie Levi. Wirklich, wer braucht schon Lewandowski, wenn man Choupo-Moting vorne hat? Und jetzt steht er richtig wie ein Stürmer stehen muss und macht das Ding, Mann. Aber richtig schöner Ball von Alaba vorher. Wirklich, der war auf genau auf den Kopf von Thomas Müller geschnitten. Richtig schöner Ball von Alaba. Bailey am Ball in der Mitte. Ich glaube, es ist Palazzo, der den Ball hat. Musiala. Oh, viel Druck auf Tah, aber kommt vorbei. Und jetzt Frimpong über rechts außen, über die rechte Seite. Oh. Ui, Hernandez. Gewagt, aber kommt vorbei. Oh, und die Bayern verlieren hinten fast den Ball. Hernandez will ihn rausschlagen, rutscht weg. Ball geht trotzdem ins Aus. Ungünstig, sage ich mal. Hernandez, Davies gegen Frimpong hält den Ball im Spiel. Sonst gut verteidigt, nein, er war doch im Aus. War im Aus der Ball. Gut verteidigt von Alphonso Davies. Gut verteidigt von Alphonso Davies. Guter Mann, Mann. Und Hernandez da, oh, der hat ihn so weggeschlagen, aber rutscht da weg. Hat er Glück gehabt. Und der Ball, ja, war im Aus. War im Aus. Alaba treibt den Ball nach vorne, über die linke Seite, Höhe Mittellinie. Spielt jetzt wieder hinten rum den Ball. Hernandez bin ich, von dem ich in den letzten Wochen wirklich, seit diesem Rückspiel in Paris, bin ich ein riesen Fan von Lucas Hernandez. So ein Baba-Typ. Ich war schon, als sie den transferiert haben, dachte ich mir so, geiler Spieler. Aber hat so wenig gespielt und hat sich irgendwie auch verletzt, war verletzungsanfällig. Und nie wirklich die 80 Millionen, die er als Ablöse gekostet hat, wirklich ausgekostet, sage ich mal. Oder nie so gespielt, aber jetzt inzwischen wirklich gut. Oh. Und da wird Hernandez gefoult von Schick. Eigentlich gut gedacht von Leon Bailey, aber der kommt nicht. Ach, läuft. Sehe ich jetzt erst. Stimmt. Falsch eingetragen. Ich dachte, Bayern wäre auswärts. Falscher Reflex. Ups, mein Fehler. Zum Glück habe ich das gerade gesehen. Ach Gott, ich bin so lost. Wieso speichere ich mir das nicht? Choupo. So, Choupo. Jetzt haben wir es richtig eingetragen. Perfekt. Mein Fehler. Ups. Chillt. Das ist das Problem, Mann. Wenn ich kein... Ich muss den Chat verdecken, damit ich nicht gespoilert werde. Aber bei solche Fehler fallen mir dann natürlich nicht auf. Zu blöd. Alphonso Davies auf Thomas Müller. Und wieder Davies. Wird da von 3-4 Leuten zugestellt. Spielt den Ball hinten rum. Hernandez sucht wen. Sucht tief. Findet aber nur Jerome Boateng kurz. Und Davies hat den Ball wieder direkt auf Müller weitergeleitet. Der kann den Ball im Spiel halten. Musiala mit dem Kopf. Und jetzt hat Kimmich den Ball im Rückraum. Mit Kingsley Coman. Der schießt einfach mal, aber der Schuss geht daneben. Keine Gefahr. Heißt der echt Palazzo oder ist das Palazzo? Digga, was? Was? Warte mal, wer ist der Typ da? Aufstellung. Palazzo. Und was habe ich geschrieben? Palazzo. Hä? Ich raff's nicht.
Kingsley Coman am Ball. Mit Joshua Kimmich. Pavard. Wieder Coman. Jetzt rechts außen. Coman vorbei. Schlägt den Ball in die Mitte. Wird nicht richtig geklärt. Bayern hat den Ball weiterhin vorne. Musiala. Alaba Flanke. Oh. Kimmich kriegt einen Abpraller. 2-0 FC Bayern. Joshua Kimmich mit einem richtig schönen Abpraller-Tor. Kriegt einen Distanz, einen Ball abgeprallt in Rückraum aus der Distanz. Und dann hat Kimmich da, zieht er einfach mal ab. Tor, Joshua Kimmich, 13. Minute, Mann. Junge, Junge, läuft doch schon mal direkt. Es läuft direkt. Und mein Tipp ist es nicht mehr. Oh, richtig schön, Kimmich. Schön ins lange Eck gehauen aus dem Strafraum oder von ein bisschen außerhalb des Strafraums nach dem unglücklichen Abpraller. Unglücklicher Abpraller, den er da bekommt von Sinkgraven. Aber schön gemacht von Joshua Kimmich. OI und nicht IO. Ach, was auch immer. Es fällt keinem auf. Kennt eh kein Mensch den Typen. Jawohl, Junge, ja. Schon 2-0. Ja, das war mein Tipp, Mann. Was ist los, Mann? Palacios. Ach, wie auch immer der Typ heißt, ist mir egal. So, ich guck's jetzt einmal nach. Was habe ich geschrieben? Ich habe geschrieben... Wechsel doch. Palacios. Palacios. Ach so, okay, das ist der Fehler. Naja, das fällt ja eh keinem auf. Kein Mensch kennt den Typen. Palacios. Kimmich. Ui, nächster Ball auf Schupo kommt nicht. Kimmich, Abpraller, ui, rechts raus. Alf, Kingsley Coman. Gegen drei Leute, spielt ihn erstmal wieder zurück zu Pavard. Und jetzt geht's ganz hinten rum. Boateng, Hernandez steht als letzter Mann in der eigenen Hälfte. Der kriegt den Ball auch, wird angespielt. Und das ganze Spiel geht auf die linke Seite mit Alphonso Davies. Joshua Kimmich verteilt den Ball wieder rechts raus zu Pavard. Und er mit Kingsley Coman. Wieder Bayern hintenrum. Schade, sei nicht. Der Angriff hatte ganz vielversprechend angefangen mit einer vielversprechenden Position. Und jetzt wird Kimmich immens unter Druck gesetzt. Alt. Und der macht da eine kurze Körperfinte und macht das richtig gut. Jetzt flankt er den Ball in Strafraum in Richtung Choupo-Moting. Ball wird rausgespielt. Kimmich kriegt ihn direkt wieder in den Fuß, hält ihn im Spiel. Müller legt mal direkt zwei Leute vorbei. Musiala, Choupo-Moting, da wird nur rumgestochert, aber Leverkusen kann jetzt den Ball klären und nach vorne spielen. Frimpong. Na, jetzt auch wieder hintenrum. Kein schnelles Aufbauspiel von Leverkusen. Welches Spiel streamst du in dieser englischen Woche? Ich schätze mal nur das heute. Ich weiß, morgen mal gucken. Ich schätze mal, ich werde morgen ein Video hochladen, aber ich denk mal, morgen glaube ich eher nicht. Weil die Spiele morgen sahen jetzt nicht so krass interessant aus. Alphonso Davies am Ball. Joshua Kimmich hat ihn wieder. Davies. Und zurück zu Hernandez. Boateng. Ganz, ganz ruhig. Jetzt erstmal wieder zurückspielen. Davies. Kingsley Coman. Kingsley Coman kommt mal rüber auf die linke Seite. Jetzt rechts ist tatsächlich Müller rotiert auf rechts. Müller auf links und rechts und in der Mitte zu finden. Einfach super stark, der Mann. Davies mal Platz. Jetzt wird er aber auch angelaufen von Frimpong. Wie heißt der mit Vornamen? Weil der erinnert mich die ganze Zeit an Acheampong. Jeremy. Na, da habe ich mir was Cooleres erhofft. Jeremy Frimpong. Ich bin Leverkusen-Fan, aber bin für Bayern, Bro. Was? Digga, was? Das ergibt ja vorne und hinten keinen Sinn. Müller läuft da nach dem Einwurf an und der FC Bayern kann sich den Ball nicht zurückerobern. Aber voller Einsatz von Pavard und dann Kimmich mit einem Foulspiel. Ein bisschen geschoben. Das sieht er auch ein. Kommentator ist sehr still.
Jeremy Frimpong. Digga, wieso kann er nicht einen coolen Namen haben, dass es so von der Zunge geht wie Acheampong, aber Oh, Boateng verspringt der Ball. Diaby. Nein, Bailey, jetzt Diaby. Da ein bisschen Probleme gehabt, aber Boateng kann den Ball zurückerobern. Müller, ein Ball auf Kingsley Coman in Rückraum oder zurück zu Coman. Wollte schnell gehen, aber Pass ungenau. Bayern muss jetzt das Spiel wieder komplett von hinten raus aufbauen. Glaubst du, Haaland wird mal zu Bayern wechseln? Nicht, wenn er dieses Jahr schon geht. Und es sieht so, als würden sie sich dieses Jahr ja wegmachen. Müller! Schieß mal, versuchen aus der Distanz zu schießen. Der Schuss wird aber vorzeitig geblockt. Alphonso Davies. Boah, Boateng mit einem Ball raus auf Pavard. Der kann ihn gerade so im Spiel halten. Coman jetzt. Erstmal wieder zurück zu Kimmich. Ja, der hätte da direkt auf andere Seite zu Kingsley Coman spielen müssen. Aber Pavard hält den Ball im Spiel. Coman geht in Richtung Grundlinie, zieht zurück auf Alaba im Rückraum. Alaba auch von drei Leuten da direkt attackiert. Und Pavard verliert den Ball. Jetzt kann Leverkusen offensiv anfangen. Aber Musiala kommt direkt mit nach hinten und stellt da den Mann zu. Choupo-Moting auch gut defensiv. Das gefällt mir. Das macht Choupo-Moting, was Lewandowski nicht macht. Der geht auch defensiv in Zweikämpfe, Mann. Der geht auch defensiv in die Zweikämpfe. Sind da ein paar... Was? Also sind ein paar da, die Trash-TV schauen. So. Hernandez. Ui. Alter Schwede. Mutig, dass er den Ball durchlässt. Spielt Lever? Nein, siehst du hier Aufstellung. Lever ist nicht am Start. Ball nach vorne. Tah gewinnt die Lufthoheit gegen Thomas Müller. Davies zieht in die Mitte. Mit aller Bade rechnet damit nicht, aber kriegt das Zuspiel Müller wieder auf links zu finden. Geht aber nicht tief, sondern sucht eher wen für das kurze Anspiel. Jetzt erstmal wieder komplett einmal durch die eigene Hälfte zurück zu Jerome Boateng. Und Hernandez spielt ihn rüber wieder. Davies. Musiala in der Mitte macht da mal eine schöne Drehung. Schießt. Ah, hätte er früher auf Choupo-Moting spielen müssen. Schuss wird abgeblockt. Das ist schade, weil Choupo-Moting stand jetzt hier schon ein, zwei Mal gar nicht schlecht, aber der kriegt dann halt noch diesen Ball nicht durchgesteckt. Schick. Oh, kein Abseits. Läuft aufs Tor zu. Spitzer Winkel. Schick. Kein Problem für Manuel Neuer. Kein Problem für Manuel Neuer in der 20. Minute. Wird Neuer zum ersten Mal geprüft. Zum ersten Mal wird Neuer hier geprüft. Stark. Boah, Choupo-Moting gut, der hat Kampfgeist, Mann. Oh, Borussia Dortmund, Fanclub London, oder? Ich nehme an, das ist das. Vielen, vielen Dank für 2 Pfund. Jo, BVB Fanclub London, vielen, vielen Dank für 2 Pfund. Ich weiß nicht, warum, sobald es kein Euro ist, wird das hier nicht angezeigt im Superchat. Wird hier dieser Alert, kommt der Alert nicht. Ich weiß auch nicht so ganz, warum. Davies mit einer sehr hohen Flanke geht ins Nichts. Vielen, vielen Dank, Ehrenverein, wirklich. Fehde wirklich, hat sein Game mit dem Bitte-Antwort einfach noch draufgesteppt, Mann. Was tippst du im heutigen Spiel? Ich habe 2-0 für Bayern getippt, das sieht nicht so gut aus. Und das hier ist das Logo vom 1. FC Mülheim. Die suchen neue Spieler, um in Zukunft eine A- und eine B-Jugend zu haben, weil das haben sie momentan nicht und die Vereine müssen da, die Spieler müssen den Verein verlassen, wenn sie halt in das Alter kommen, für eine, um in der B-Jugend zu spielen, also nach der C-Jugend. Und da, ja, falls die Leute aus Mülheim oder der Umgebung kommen, könnt ihr euch gerne beim Verein melden. Der Link dazu ist in der Beschreibung zur Seite und dann die Kontaktdaten. Das könnt ihr sehr gerne auschecken. So viel zu der Geschichte mit dem Logo. Der Fußball wurde von Chelsea-Fans gerettet. Okay. Ist das der Verein? Jo, das ist der 1. FC Mülheim. Wo ist Mülheim? Bro, geografisch hast du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Weiß ich. Mülheim. Oh, kannst du bestimmt googeln. Ui.
Diaby am Ball. Frimpong, Jeremy läuft mit. Diaby gegen 1, gegen 2, aber Kimmich kann den Ball zurückholen. Und Davis startet mal durch mit Tempo. Wieder Musiala hat den Ball rüber auf Kimmich. Pavard wird mitgenommen auf rechts. Ah, Ball will ihn zu Müller bringen, aber es ist zu kurz. Er ist ein Fuß dazwischen. Und auch der FC Bayern erobert den Ball zurück. Alaba mit einem Ball in die Mitte. Kommt nicht gut, aber holt sich den Ball zurück, nachdem er verloren wurde. Kingsley Coman, Müller spielt den Ball raus, ein bisschen zu weit für Davies, um in den Lauf zu spielen. Jetzt hat ihn Davies auf links gegen Frimpong. Gegen Frimpong. Und Thomas Müller hat ihn wieder mit Kimmich und raus auf Pavard. Pavard am Ball. Ui, schön gemacht, Kimmich. Der schießt nochmal. Schuss wird aber abgeblockt. Und Leverkusen im Vorwärtsmarsch. Boateng macht da irgendwelche Faxen. Oh, Hernandez gewinnt das Kopfballduell. Diaby am Ball. Leverkusen erstmal langsam mit Aranguiz, jetzt ist Zinkgraven, wie auch immer der Kollege heißt, mit der Eroberung an. Ui, Schick wird geschickt. Aber Hernandez verteidigt das ziemlich gut. Und erstmal wieder hinten rum. Wie war dein Tag? Ganz entspannt. Zinkgraven gegen Pavard, aber ohne Foul. Was tippst du? Ich habe 2-0 getippt. Ich bin richtig hyped auf die Innenverteidigung, ne? Hernandez und Upamecano, die werden da hoffentlich alles auseinandernehmen. Lest doch mal oben, Bro, schreib's doch mal. Hier sind so viele Nachrichten, ich kann nicht nochmal oben lesen. Wann kommt Levi wieder? Nächste Woche am Wochenende gegen Mainz. Beim nächsten Spiel ist er wieder dabei. Mülheim an der Ruhr ist eine kreisfreie Großstadt im westlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Fehde der Geografik-Profi. Ich tippe 4-1 für Bayern, 5-0. Ey, sind auf jeden Fall wilde Tipps, wenn es so ausgeht. Jausa. Sind in den anderen Spielen noch keine Tore gefallen? Krass, überall steht es noch 0-0 und Bayern führt 2-0. Ah, es sind ja auch nur zwei andere Spiele, okay. Dann ist es nicht so krass. Coman hat den Ball. Oh, schön. Alaba aus der Distanz, Schuss. Nicht gefährlich geblockt. Nicht gefährlich geblockt, Mann. Nee, wie soll sich die ganze Ruhe auskriegen, bin ich auch für. Also nichts überstürzen, sondern ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig. Eckball für den FC Bayern. Eckball kommt von Kimmich, flach in den Strafraum geschlagen, wird mit von Müller per Hacke verlängert, so rum. Und der Ball geht ganz zurück zum FC Bayern. Aber es ist halt das Ding, Bayer Leverkusen kommt nicht in Ballbesitz. Bayern hat das Ganze die ganze Zeit den Ball, Mann. Bayern hat die ganze Zeit den Ball. Oh, wartet mal. Oh, Schupo wird geschickt, aber man kommt nicht ganz durch an den Ball. Kann man das überhaupt erkennen? Das sieht bei mir, sieht das hier so komisch aus mit an der Seite mit Kimmich. Ah ne, wenn man es so guckt, kann man es erst reinlesen. Okay, dann ist es nur mein Fenster, in dem es hier ein bisschen schwächer aussieht. Kimmich, Alter, Kimmich heute gut in Zweikämpfen. Kimmich gewinnt viele Zweikämpfe. Der gewinnt viele. Das finde ich gut von Kimmich heute.
Finde ich stark vom Joshua. Oh, sehr gut. Na, ich wollte sagen, gute Eroberung von Alaba. Zahlt sich aus. Einwurf für den FC Bayern. Alaba stört da energisch und der Ball geht jetzt aus. Bayern kriegt den Ball. Sehr schön. Wieder Pavard rechts raus. Müller zu finden. Spielt einen Fehlpass. Coman ist auch da. Coman unauffällig auf rechts. Aber ich habe das Gefühl, Bayerns Flügelspieler sind irgendwie auf rechts, auf links außen alle besser. Außer Gnabry vielleicht. Obwohl der gefühlt auch seine besten Spiele auf links außen gemacht hat. Bayern hat da. Auf links außen sind die alle besser irgendwie. Boah, Coman ist noch mit viel Platz. Wird von Kimmich angespielt auf außen. Ins 1 gegen 1 gegen Sinkgraven. Flanke wird rausgeköpft von Jonathan Tah. Heute wieder rote LEDs, ja. Ei, der Geschäftsführer von Man United, Ed Woodward, ist wegen der Super League zurückgetreten. Ei. Neuer Trainer von Tottenham ist 29, glaube ich. Krass, 29 ist super jung. Obwohl war Nagelsmann würde ich sagen, war nicht viel älter. Nagelsmann ist nicht viel älter. Oder? Julian Nagelsmann. Der ist 33 und der ist seit 2016, glaube ich, auch Trainer. Krass, aber es ist wirklich jung. Auch die Dortmund-Fans heute für den FC Bayern, wie schön. Chelsea wird raus der Super League, habe ich auch schon mitbekommen. Es ist nicht die UEFA Super League, Bro. Es ist nicht die UEFA Super League, es ist die European Super League, Mann. Müller wartet da sehr lange auf Davis, der ihn dahinter laufen soll. Aber er kämpft sich den Ball zurück, Mann. Thomas Müller ist so ein Tier und so ein wichtiger Kampfgeistspieler. Eieiei. Sehr gut, Mann. Oh, Kimmich, schöner langer. Nicht so schön, kam nicht an. Guter Versuch von einem langen Ball in Richtung Coman, aber Muting, Choupo-Muting holt sich den Ball zurück. Mann! Nicht mehr reden. Alaba, Schuss! Ja, Radetzky, ohne Probleme. Ohne Probleme hat Radetzky den. Guten Abend, was geht ab? Wie alt ist Flick? Flick ist 51 oder so, oder 52, glaube ich. Hansi Flick. 56. 4 Jahre daneben. Junge, was geht denn bei Tah? Wie sehr ist der Typ am Sweaten? Wieso ist sein Trikot so nass? Ist ja abartig. Junge, ganze Rücken einfach dunkleres Grau als das Trikot. Das Trikot einfach am oberen Rücken wirklich dunkelgrau gefärbt. Das hellgraue Trikot. Wie frech. Hernandez wieder am Ball. Links raus zu Davies. Und dann geht's wieder über die Verteidigung. Geht's hier wieder über die Abwehr. Kimmich am Ball. Rechts raus. Oh, Kimmich. Guter Dazwischenfunk beim Bayern-Aufbauspiel. Irgendwie gut. Coman gegen Sinkgraven. Jetzt kommt Arangis dazu. Coman behält den Ball. Aber ganz nach hinten zurück zu Jerome Boateng. Oh, Ball auf Pavard. Sehr lange, aber Pavard kann im Spiel halten. Mit Müller im Doppelpass-Zusammenspiel in Rückraum erstmal auf Kingsley Coman. Und Boateng, wen sucht er? Davis will er anspielen, Davis zeigt Hernandez an. Und Hernandez bekommt den Ball, versucht ihn weit zu schicken auf Davis, aber das funktioniert nicht so gut. Das ist noch so Hernandez' Schwäche, was die Bayern sonst ausgemacht hat. Immer tiefe Bälle von den Innenverteidigern konnten. Hummels und Boateng, die das sehr lange zusammen gespielt haben. Exzellente waren die beiden. Hernandez, noch nicht so gut. Und auch bei Upamecano lässt es eher zu wünschen übrig.
wie ist das 2-0 passiert? Flanke in die Mitte, Sinkgrafen klärt das Ding, Kimmich nimmt den Ball, Direktabnahme und Tor. Also Kimmich, Distanzschuss. Pavard wieder auf rechts außen am Ball. Höhe Mittellinie jetzt auf Coman weiter vorne. Ui, und der mit dem Fehlpass. Oh, Diaby. Aber ich glaube, es war abseits von Leon Bailey, der da den Ball kommt. Ich wusste es. Leon Bailey da im Abseits gewesen, aus dem Abseits entgegengekommen. Zettel von der European Super League. Deiner Meinung nach, ich sage, dass es ein Schwachsinn ist, diese Liga. Ich habe 2 Videos dazu gemacht, gestern und heute. Könnt ihr euch angucken. Beide gehen so 3 Minuten in etwa. Also es ist irgendwie, also meine neuesten beiden Videos auf meinem Kanal. Bayern könnte heute mit einem Sieg Meister werden. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Mann. Boateng wieder am Ball. Ein bisschen mehr als, bisschen weniger als eine Viertelstunde noch. Eher ein bisschen mehr als 10 Minuten noch bis zur Halbzeit hier. Bayern bisher das einzige Team bei diesen 3 Partien am Abend, das getroffen hat. Choupo-Moting zaubert da mal ein bisschen. Coman kriegt den Ball. Alaba im Rückraum wird auch angespielt. Hat mal Platz. Schießt. Aber wird geblockt von Palacios. Zois, wie auch immer der Kollege heißt. Palacios. Wieder Ball in Rückraum. Müller. Ah, Musiala. Kimmich wieder. Überlegt kurz, ob er schießen sollte. Weiß nicht was. Junge, Leverkusen hat hier gerade ungefähr 12 Mann im eigenen Strafraum. Und Kimmich schießt ab, Praller! Oh, aber Choupo-Moting kommt nicht an den Ball. Schade. Kimmich schießt. Radetzky unsicher, aber die Bayern kommen hier nicht an den Ball. Schade aber auch. Oh, und jetzt Leverkusen vorne. Leon Bailey. Ich verwechsel die immer. Aber Diaby ist der Franzose. Diaby ist, glaube ich, der Franzose. Und Bailey weiß nicht genau, wo der herkommt. Sowas wie Kamerun, glaube ich, oder sowas. Ich glaube Kamerun oder so auch. Lieblingsverein FC Bayern. Machst du heute im Stream Just Chatting? Nein. Was sagst du, Superliga? Ich finde, es geht doch nur um Geld. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe da 2 Videos zu gemacht. Einfach auf meinen Kanal gehen die beiden neuesten Videos. Da sind sie, ui, Bayern im Tempo-Gegenstoß, Pavard. Er erobert den Ball und treibt ihn nach vorne. Die Videos heißen, Bayern kommt weiter in der Champions League, Fragezeichen, oder doch dabei bei Superliga. Ui. Ball in die Mitte von Coman wird abgefangen. Und European Super League, Bayern nicht dabei. Da habe ich meine Meinung zugesagt und alle Informationen zu Bayern. Deswegen. Jamaika, ah. Jamaika kommt daher, Fork. Frimpong gegen Davies. Er kommt vorbei. Ah, Davies. Sehr souverän verteidigt. Sehr souverän verteidigt von Alphonso Davies. Scharf im Zweikampf. So, jetzt haben wir es. 10 Minuten noch bis zur Halbzeit in diesem Spiel. Alaba treibt den Ball nach vorne. Bayern gerade sehr, muss sehr weit von hinten rausspielen. Tor für Frankfurt wild. Simst du morgen Konferenz? Ich bin mir noch unsicher. Ich glaube eher nicht. Die Diaby ist gedopt. Wir werden gewinnen. Hoffen wir es doch. Hoffen wir es doch. Alaba wieder links raus auf Alphonso Davies. Mit Musiala. Bayern offensiv wird jetzt ein bisschen unauffälliger. Viel läuft über die Außen im Prinzip, das Pavard, also eigentlich läuft gefühlt gerade alles über die Viererkette und die beiden Sechser. Davies und Pavard schalten sich offensiv mit ein und dann werden die Bälle auf Kimmich und Alaba in der Mitte gespielt und dann wieder hintenrum gerade. Wieder Davies, Hernandez spielen viele Pässe miteinander. Viele Pässe. Do you think I'm pretty? Coman wieder mit Pavard, der hat Probleme bei der Annahme, lässt den Ball durchrollen. Einzel für Frankfurt, wild. Wie findest du die rosane Schuhe von Müller? Finde die zu
zu leiwand. Weiß nicht, die sind auf jeden Fall sehr auffällig. Oh, da rutscht einer vorbei. Bayern jetzt mal mit einem 5 gegen 4. Choupo-Moting kriegt einen Ball. Musiala. Ah, wird abgeblockt. Schade. War ein vielversprechender Angriff. War eigentlich ein vielversprechender Angriff. Oi. Frimpong mit einem gefährlichen Rückspiel zu Radetzky. Aber kriegt den Ball unter Kontrolle und Leverkusen kann von hinten raus neu anfangen. War Florentino Perez, oder wie heißt der Initiator für diese Superliga? Ich glaube, der war ganz heiß dabei. Ich glaube, er, das ist doch der Real-Heini, ne? Ui, Choupo-Moting, Musiala läuft. Ungenau der Pass, Musiala schießt mal, aber, ja. Genau, er und ich glaube, Juve und einer von den englischen Vereinen, die waren, glaube ich, ganz heiß da drauf. Ja. Frimpong am Ball gegen Davies. Davies holt sich den Ball zurück. Frimpong versucht es damit mit einem Foul. Das wird schnell ausgeführt, der Freistoß. Hernandez. Okay, Alfonso Davies führt ihn schnell aus, aber es wird nicht schnell rausgespielt. Alaba hat den Ball in der Mitte. Erstmal zurück zu Boateng. Der schaltet jetzt Kimmich mit ein ins Spiel. Und Davies. Oh, Davies, so gut gemacht, was er da tut. Einfach nur irgendwie eine kleine Ballrolle, aber es ist so effektiv. Das ist so gut. Ich bin so ein Riesenfan von dem Typen. Hintenrum Davies. Musiala, er schickt mal Alaba. Dem verspringt der Ball aber. Alaba da war offensiv eingeschaltet, aber das wurde nichts. Wo bleiben die Abos? Ist halt wirklich so hier mal. Macht mal mindestens 430 voll. 9430 Minimum. Mit der Super wird es eh nicht. Die Fans hassen es und viele Trainer und Spieler wie Klopp, Ronaldo und so weiter auch. Ja, Klopp hat sich da ja schon klar gegen positioniert. Der erzählt, dass er da gar keinen Bock hat. Diaby wird geschickt von dem anderen, von Bailey. Hat kurz lange gedauert bei mir. Aber war auch im Abseits. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. Davies, der super Sprinter, kommt da hinterher. Sah mir eher nach einem Foulspiel aus, aber war eh Abseits vorher. Hernandez hintenrum mit Jerome Boateng. Also das Spiel war auf jeden Fall in den ersten 20 Minuten war es spannender als danach. Aber trotzdem kann man sich es gut angucken, weil Bayern halt gefühlt die ganze Zeit den Ball hat, Mann. Komm schon, 10.000 Likes, klar, auf dem Weg, Mann. Hernandez ist echt ein guter Verteidiger. Der hat sich echt seit diesem Spiel gegen Paris, wow. Ich mach dich fertig, versprochen. Okay, streamst du morgen Osnabrück? Nee. Das ist nur eine enttäuschende Woche für Woche. Stell dir vor, Klopp zu Bayern, Digga, das wäre wild. Oh, Müller. Choupo-Moting wird mal gefoult von Sven Bender. Ich würde sagen, das sind, obwohl das sind bestimmt 25 Meter bis zum Tor, doch ein bisschen weit. Doch ein wenig weit.
Ei, ja, Foulspiel von Bender, kommt da zu spät, steigt ihm auf den Fuß. Frasch ist aber zu weit, glaube ich, um ihn aufs Tor zu hauen. Obwohl Alaba in seiner Prime könnte den aufs Tor hauen. Aber in seiner Prime Freistöße schießen Zeit, aber ich weiß ja nicht. Also Alaba und Kimmich stehen zum Freistoß bereit. Alaba war wahrscheinlich eher direkt aufs Tor. Kimmich eher als Flanken. Jetzt steht nur noch Alaba bereit. Jetzt steht nur noch David Alaba am Start. Der könnte den auch mal direkt machen, wenn das eine Rakete ist. Alaba schießt, der kommt direkt. Boah, richtig guter Freistoß. Aber Radetzky fliegt da durchs Tor. Ei. Das ist das nächste Spiel von Bayern natürlich. Alter, starker Freistoß von Alaba. Noch ein bisschen genauer, aber aus der Distanz war der schon sehr stark, Mann. Eckball kommt, der ist aber nicht gut. Die Superliga ist der größte Scheiß. Ja, kann man so sagen. Darmstadt heute wieder gewonnen. Wild. Ja, was ist denn jetzt passiert? Alle meine Tabs sind weg. Hilfe. Wie spielt Bayern? Ja, Bayern spielt super. Also, bisschen an Torchancen fehlt, aber man führt ja 2-0 und man hat läuft hinten defensiv halt einfach absolut keine Gefahr. Da kam noch nichts, was wirklich gefährlich war. Nicht mal nichts, was ein bisschen gefährlich war, würde ich sagen. Ah, Ball in Richtung Schupo gedacht, aber das wird nichts. Jetzt ja auch gleich schon sofort Halbzeit. Dann haben wir gleich auch einen Halbzeitgast. Ein Ex-Fußballprofi. Wenig Grund zur Nachspielzeit. Ja, Nachspielzeit würde ich sagen, kann es ja eigentlich gar nichts Großartiges geben. Das ist hier wirklich nur noch Ball rumgeschiebe gefühlt. Bayern hat halt die ganze Zeit den Ball. Und sucht sich da handballmäßig. Ein Weg, um den Strafraum rumzuspielen. Oh, Musiala wird mal geschickt, aber kann Radetzky bekommt das Ding. Ja, und wir pfeifen sehr pünktlich ab zur Halbzeit. Bayern führt 2-0 zur Halbzeit. Ich bin kurz auf Toilette und dann sprechen wir gleich mit einem Ex-Bundesligaspieler. In der Zeit macht man hier die 30 voll. Da oben, es sind nicht mehr viele. Und dann sprechen wir gleich mit einem Ex-Bundesligaspieler. Bis gleich.
So Leute, da sind wir wieder mit unserem Halbzeitgast, wie versprochen. Und zwar werden wir jetzt sprechen, ihr seht es hier mit dem Norbert Eilenfeld, ehemaliger Fußballprofi, ihr seht es hier, deutscher Fußballspieler für Arminia Bielefeld. Und auch hier steht es für Schalke 04, für Kaiserslautern. Und warum wir hier sind, weil er beim 1. FC Mühlheim, unserem Verein, den wir heute hier ein bisschen vorgestellt haben, ja, gespielt hat. Und ich würde sagen, am besten wäre es, wenn Sie sich vielleicht einmal für die Zuschauer, die ja überwiegend hier jünger sind, einmal vorstellen würden. Ja, erstmal guten Abend. Mein Name ist Norbert Eilenfeld. Ich bin jetzt Rentner, ich war ehemaliger Profi. Und meine Laufbahn hat in Mühlheim 1974 begonnen. Und habe dann nach 2 Jahren Mühlheim eine Station, 5 Jahre über Arminia Bielefeld, 5 Jahre Kaiserslautern und 1 Jahr, wo ich ausgeliehen bin, bei Schalke 04 gespielt. Das war mein Werdegang als Profi. Sehr gut. Ich habe bei Wikipedia gelesen, Sie haben Ihr Profidebüt in der 2. Bundesliga beim VfL Osnabrück gegeben, an der Bremer Brücke. Das ist richtig. Oh ja, das ist cool. Ich komme aus Osnabrück, also VfL bin ich hier vertraut, ist mein Verein hier. Sehr, sehr cool. Ja. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ich höre dich. Ja, Sie. Ja, jetzt höre ich wieder. Ne? Da sind immer so kleine Bruchstücke. Ach so. Kannst du mich verstehen? Ja, ja, ich höre alles gut. Ja, das ist prima. Ne? Sehr gut. Wie gesagt, an das Spiel, sagen wir mal, an mein Debüt in Osnabrück kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie es ausgegangen ist. Ne? Aber wie gesagt, ich bin stolz auf meine bisherige Karriere. Ja, das kann man auf jeden Fall sein. Dann haben wir von einem Dortmund-Fan aus England schon mal die Frage bekommen, als Ex-Schalke- und Bielefeld-Spieler. Ich glaube, gerade steht es noch 0-0. Ist ja auch ein Spitzenspiel hier im Abstiegskampf und Schalke muss Punkte mitnehmen, ohne abzusteigen. Als Ex-Schalke, haben Sie da irgendwo, oder Bielefeld-Spieler, zu wem würden Sie da mehr halten? Ich würde mal vermutlich tippen auf Bielefeld, weil Sie da länger gespielt haben. Ja, sagen wir mal, mein Herz schlägt, sagen wir mal, für Arminia Bielefeld. Dort habe ich 7 Jahre gespielt, Höhen und Tiefen erlebt. Das eine Jahr, wo ich in Schalke ausgeliehen war. Ich hätte gerne länger für Schalke gespielt, aber mein Herz schlägt, weil ich auch in Ostwestfalen wohne, mein Herz schlägt natürlich mehr für Arminia Bielefeld. Ich würde mir wünschen, wenn beide Mannschaften die Klasse erhalten können, aber ich glaube nicht, dass Schalke, sagen wir mal, in der jetzigen Situation den Klassenerhalt schafft. Ja, vor allem, weil Köln ja eben gegen Leipzig gewonnen hat, wird es jetzt ja noch schwieriger. Schalke muss hier heute gewinnen. Ja, das, sagen wir mal, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass Köln gegen Leipzig, sagen wir, gewinnt. Aber sagen wir, Schalke, nach der Leistung jetzt beim letzten Spiel beim 0-4 in Freiburg, glaube ich nicht, dass sie auch auf der Bielefelder Alm punkten können und dass der vierte Abstieg damit besiegelt wird. Jo, was meinst du? Also jetzt zur Frage von unserem BVB-Fan aus London. Meinen Sie, Schalke schafft es, nach einer Saison zweite Liga direkt wieder aufzusteigen? Oder wird das wohl eher was wie ja, beim HSV, dass man da jetzt dann ein paar Jährchen länger braucht? Ja gut. Sag mal, ich würde Schalke 04 dann wünschen, dass sie im nächsten Jahr wieder aufsteigen, wenn sie das richtige Konzept und, sagen wir mal, die richtige Führung haben. Im Moment, sagen wir mal, sieht es nicht danach aus, wenn man, sagen wir mal, die Mannschaften wie Hannover 96 oder, du hast es gerade angesprochen, Hamburg sieht, wie lange sie brauchen, um wieder, sagen wir mal, Erstklasse zu werden. Ich würde den Verein wünschen, den Schalke 04, dass sie im nächsten Jahr wieder ein Konzept haben, dass sie jetzt sofort wieder aufsteigen können. Ja, also für mich, ich bin ja noch relativ jung, ich habe jetzt, ja, mit 16, ich habe jetzt so seit 10, 11 Jahren gucke ich Fußball und Schalke für mich auf jeden Fall eigentlich auch ein Team, was immer in die Bundesliga gehört hat und eigentlich auch ein gutes Team war. Das wird mir auch zur nächsten Frage kommen. Als Profi hat man da, ist man ein bisschen mehr drin als nur ich als Fan, aber wie kann es denn sein, dass ein Team, was jetzt vor 1-2 Jahren oder vor 2 Jahren noch Champions League gespielt hat, jetzt auf einmal, ja, um den Klassenerhalt wirklich hoffen muss? Ja gut, sagen wir, wir sehen ja im Prinzip nur die Leistung, die die Mannschaft abliefert und die sind katastrophal, die Leistungen. Nur die näheren Umstände, die können wir als Außenstehende gar nicht beurteilen. Da muss man nah an der Mannschaft sein, um das herauszufinden, warum die Mannschaft im Moment solche desolaten Leistungen bringt.
wie gesagt, das können wir als Außenstehender nicht beurteilen. Es ist schade, der Kader, sagen wir mal, den sie besitzen, müsste eigentlich ausreichen, um die Klasse zu erhalten. Aber welche Möglichkeiten dort, sagen wir mal, nicht funktionieren, welche Hebel dort nicht funktionieren, das können wir von außen als Außenstehender gar nicht beurteilen. Ja, also ich als Fan, ich würde von außen einfach mal beurteilen, Fußball generell funktioniert auf Schalke gerade einfach nicht. Es ist nicht nur die Mannschaft, aber es muss wohl insgesamt im Verein einiges nicht funktionieren, denn das eine Rädchen passt ins andere nicht. Und man sieht es ja auch an den Leistungen, die abgeboten werden in der laufenden Saison. Und die sind im Moment katastrophal. Ja, also Schalke wirklich eine Woche gefühlt schlechter als die andere. Aber Bielefeld könnte es ja noch schaffen. Ich muss sagen, als Osnabrücker natürlich eher kein unbedingt Fan von Bielefeld, aber in der ersten Liga, wie die sich schlagen, doch, finde ich gut. Bielefeld wirklich ein sympathisches Team, die spielen schönen Fußball und ich würde es tatsächlich, würde ich denen den Aufstieg, den Klassenerhalt nach dieser Aufstiegssaison wirklich gönnen. Ja, sie haben es auf jeden Fall in der eigenen Hand, da mal die Klasse zu erhalten und ich würde mich freuen, wenn es sagen wir mal, funktionieren würde, dass die Mannschaft auch in den nächsten Jahren als Bundesligist wieder auftreten kann und dass ich endlich mal wieder auf die Hallen kann und ein Spiel live sehen kann. Ja, also naja, Fans im Stadion, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, Fans im Stadion, aber das ist ja auch was wirklich vermisst, was vielleicht auch einem Team wie Schalke eventuell helfen könnte, also obwohl... Ja, die Fans sind bei jedem Verein oder für jeden Verein wichtig, ob es Bielefeld, Schalke ist oder Borussia Dortmund. Die Unterstützung der Fans fehlt und es fehlt allgemein, sagen wir mal, als Feeling für den Fußball sind die Fans Gold wert. Also wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass die Fans so wichtig sind. Das ist krass. Ja gut, sagen wir mal, jeder Verein braucht die Unterstützung. Und gerade wenn es mal, sagen wir, ob es jetzt bei Schalke oder auch bei Bielefeld nicht laufen sollte, ist die Unterstützung Gold wert. Und das fehlt bei beiden Mannschaften. Man sieht es ja, sonst wären sie nicht hier unten im Tabellenkeller. Und da, aber wie gesagt, die Unterstützung fehlt in jedem Schalke. Ja. Wenn wir schon über Tabellenkeller sprechen, Sie als ehemalige auch Kaiserslautern-Spieler, die sind ja auch in einer Krise, die sind ja kurz vor dem Abstieg in die vierte Liga. Wie ist es da, so zwei oder sagen wir mal drei ehemalige Teams, obwohl man ja auch auf Bielefeld eigentlich stolz sein kann, dass sie sich in der Klasse Bundesliga halten, aber wie ist das so, dass man seine ehemaligen Vereine dann so in so einer schlechten Phase sieht? Ach, ich muss sagen, es sind jetzt die drei Vereine, sagen wir, für die ich gespielt habe, sind im Prinzip im Moment nicht auf Rosen gebettet, sind alle in einem Keller, es sind alles Traditionsvereine. Und es ist schade, ob jetzt Kaiserslautern, Schalke und Bielefeld, ne? Aber im Moment stimmt das von der Leistung einfach nicht so hundertprozentig, dass sagen wir, Kaiserslautern in der dritten Liga, Schalke jetzt wahrscheinlich als Absteiger Nummer 1, das sage ich jetzt mal so, und Bielefeld wird sich in diesem Jahr noch retten können. Aber es tut weh für alle drei Vereine, wo man für gespielt hat, dass sie im unteren Bereich der jeweiligen Liga spielen. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dieses ganze Gespräch ist ja unter anderem auch entstanden, weil es ja hier auch im Stream heute um den ersten FC Mülheim geht. Da haben wir hoffentlich einige Leute dazu bewegt, sich da anzumelden, damit die in Zukunft noch eine B- und eine A-Jugend auch haben von den Mannschaften, da fehlt ja was. Vielleicht können Sie als ehemaliger Spieler, der bei Mülheim angefangen hat, noch junge Mülheimer dazu motivieren. Ja, ich hoffe erstmal, dass der Sportclub Mülheim sich in diesem Jahr, ich hoffe, dass sie es schaffen, aufzusteigen in die Bezirksliga. Ja, das ist erstmal ganz wichtig und für alle Jugendlichen helft dem Verein, unterstützt den Verein, sodass der Verein wieder in höherer Region vom Fußball aufsteigen kann. Also, Zuschauer, wenn ihr aus Mülheim kommt, ihr habt es gehört, hier spricht ein Ex-Profi, der euch dazu motiviert, bei Mülheim anzufangen. Oder wenn ihr aus der Umgebung kommt, da anzufangen. Fußball ist eine schöne Sache und selber Fußball spielen ist noch viel schöner, würde ich sagen. Das, trifft auf jeden Fall zu und die Aussage, die sie jetzt getroffen haben, und die kann ich nur unterstützen. Sehr gut. Von Ihnen noch was, haben Sie vielleicht, weiß nicht, wollen Sie noch was erzählen? Vielleicht liegt Ihnen noch was auf dem Herzen.
Ja, ich kann nur eins sagen, meine Profilaufbahn ist ja in Mülheim angefangen. Und wie gesagt, ich bin stolz darauf, dass ich die Chance in Mülheim bekommen habe damals, als 18-Jähriger in Mülheim meine Profilaufbahn zu starten. Und ich wünsche jedem, der das Talent hat, auch in so einem Verein wie dem FC Mülheim irgendwo wann wieder mal die Möglichkeit bekommen, in höheren Regionen zu spielen und für den FC Mülheim zu spielen. Sehr gut. Klingt mir doch nach einem guten, sagen wir mal, ja, fast schon Schlusswort, glaube ich. Vor allem mit dem Bezug zu Mülheim. Ja, weiß nicht. Haben Sie mich gerade nicht gehört? Alles okay? Ja, man konnte Sie hören. Ich weiß nicht, ob Sie mich gehört haben. Ich habe nur gesagt, dass es Jetzt ja, auf jetzt jeden ja. Fall sehr gute Worte, vor allem an junge Leute, die hoffentlich dann sich beim FC Mülheim anmelden, ja, und da in Zukunft dann spielen werden. Ich wünsche dem Verein, dass er eine große Resonanz hat, um Jugendliche an den Verein zu binden und speziell für Müllern zu spielen. Sehr gut. Dann noch, ja, geht gleich weiter. Als Ex-Schalke- und Bielefeld-Spieler haben Sie eben gesagt, Sie würden es Bielefeld wünschen. Glauben Sie, Bielefeld kann auch dann heute noch 3 Punkte holen? Gerade steht es unentschieden. Haben Sie noch einen Tipp für die zweite Halbzeit? Ja, mein Tipp ist 3-0. 3-0. Ui, motiviert. Aber gegen Bayern hat Bielefeld ja auch oft getroffen, zu meinem Leidwesen damals. Aber durchaus möglich. Sehr gut. Ja, ich hoffe dass auf jeden Fall, dass wir das Spiel 3-0 ist vielleicht übertrieben. Wenn wir 1-0 gewinnen und die 3 Punkte da behalten, bin ich auch zufrieden. Ja, aber mutig tippen ist immer ein guter Weg. Naja. Sehr gut. Ja, oh, das war's von mir dann soweit. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie das hier mit mir gemacht haben. Okay, ist kein Problem. Vielen, vielen Dank. Wirklich sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ich kann mich nur bedanken. Das ist kein Problem, das habe ich gerne gemacht und ich wünsche Ihnen noch alles Gute und Mülheim, Bielefeld und auch Schalke für die Zukunft auch alles Gute. Sehr gut. Ja, dann würde ich Ihnen sagen, ich wünsche Ihnen noch auf jeden Fall einen weiteren schönen Tag. Den Abend noch schön genießen, schöne nächste Woche. Das werde ich machen. Als Rentner genießt man den Tag schon so. Und dann hoffen wir mal, dass in 4 Wochen, wenn die Liga zu Ende ist, ein ehemaliger Verein von Ihnen mindestens auch in der Bundesliga ist. Alles klar, okay. Sehr gut. Besten Dank. Okay. Ciao. Danke. Tschüss. Das war Norbert Eilenfeld, ehemaliger Bundesliga-Profi. War es auf jeden Fall sehr, vielen, vielen Dank. Auch vielen, vielen Dank an den Benjamin vom BVB London Fanclub, der diesen Kontakt hergestellt hat. Und dann springen wir gleich auch in die zweite Halbzeit rein. Sehr sympathischer Mann, sympathisch. Ja, sorry, ich wollte jetzt hier nicht die Fragen aus dem Chat unbedingt reinhauen, was sie geschrieben haben. Irgendwie Meinung zum neuen Wettbewerb und so. Weil, ja, das passt jetzt hier nicht ganz in das Schema rein. Das passte nicht ganz in das Schema rein. Was haben wir hier? Nagelsmann zu München. Ich weiß ja nicht, ob wir da so viel zu sagen können. Ja, deswegen. Aber ey, es geht gleich weiter mit der zweiten Halbzeit. Hype! In den Chat. Und irgendwie tut mir was weh am Fuß. Wow. Typico. Was trinkst du? Ich trinke immer Wasser. Ich habe immer noch keinen Getränkesponsor, Mann. So frech. Alter, chillig. Wir haben hier auch die 30 wurde erreicht. Wir sind 9.435. Nur noch ein bisschen mehr als 500 fehlen. Zum nächsten Erfolg, Mann. Sehr gutes Interview, danke. So, willkommen zurück zu den zweiten 45 Minuten. Warte mal, ich will was ausprobieren noch schnell. Ach, das bringt uns nichts. Los geht's mit den zweiten 45 Minuten. Ich bin gespannt. Leverkusen beginnt mit dem Ball. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ich rufe immer ein bisschen, ich rede am Anfang ein bisschen anders, weil da schneide ich immer, also die Tore, ich mache ja seit neuestem immer so coole Highlight-Videos, wenn Tore fallen oder ordentlich Tore fallen. Und habe ich so, dann sonst, weil ich am Anfang in der zweiten Halbzeit immer so schnell spreche und jetzt spreche ich ein bisschen mehr videoorientierter. Wieder was dazu gelernt.
Fangesänge aktiviert. Ball in die Mitte. Boateng klärt das Ding. Oh, Florian Wirtz wurde eingewechselt. Diaby dafür rausgegangen. Ich muss leider gehen. Viel Spaß euch allen noch. Tschüss. Reinhauen. Hau rein. Ui, Eckball. Davies blockt hier den Schuss vom eingewechselten Bellerabi auch. Und der denn eingewechselt? Habe ich aber nicht mitbekommen. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Eckball für Leverkusen, Mann. Oh, die Bromance auf dem Platz. Bromantiker. Ui, Ecke. Ja, kommt durch, aber gut. Die Spitze noch von Jamal ist Bambi. Auch nicht so nett, Mann. Hashtag sagt nein zur European Super League. Ich hatte auch unter dem Video, was ich heute hochgeladen habe, waren auch Leute. Das ist hier der fuck, was war nochmal? Ich habe den Kommentar sogar angepinnt, weil mir das gefallen hat. Irgendwie sowas wie Nein-Button zur Super League oder so. Wo war das denn hier? Und dann müsste das bei den angepinnten Kommentaren, war das ganz oben. Nein zur Super League-Button. Jausa, und es hat sogar 39 Likes bekommen, der Nein zu Super League Button. 39 Likes unter meinem neuesten Video, check das ab. Cam, bitte fokussiere. Ach. Bellarabi verliert die Murmel gegen Alphonso Davies. Wirtz und Musiala sind so, ja man. Warum sind die so? 17, 10, ne, Quatsch, es sind 18, ne? 18. Smart gezeigt, Mann. YouTube im White Mode? Nein, immer Dark Mode. Bei allen Apps. White Mode ist immer schlechter. Kingsley Coman jetzt über links aktiv am Agieren. Was sagst du dazu, dass Dortmund und Bayern abgelehnt haben? Wichtig für Bayern und Dortmund, die Fans. Ich habe ein Video zugemacht. Kannst du einfach auf meinen Kanal gehen? Neuesten beiden Videos sind dazu. Sind 6 Minuten jeweils, deswegen ganz entspannt abchecken das. Sané hat sich das mit Bambi ausgedacht. Okay, dann ist es uncool. Findest du Bayern ist unbesiegt? Dann nein. Haben wir ja gesehen gegen Paris. Mit Pech und schlechter Chanceverwertung, dann funktioniert das mal. Eieiei. Jungs, ich bin am überlegen, was für Video, also morgen wird hier eine schöne Highlight-Reaktion vom Stream hochgeladen mit den besten Szenen und so. Aber was machen wir Donnerstag? Ich bin am tendieren zwischen die Lösung von Bayerns Abwehrproblem, irgendwas über Hernandez und über Meccano im nächsten Jahr und was mit Süle und so ist und der Abwehr. Oder irgendwas mit Sané, was ist mit Sané los? Irgendwie sowas bin ich am überlegen, was wir da machen die nächsten Tage, Mann. Bin zwar kein Bayern-Fan, ist wichtig für Dortmund, wenn Leverkusen verliert. Jo, das habe ich schon einige Male gelesen, einige Dortmunds-Fan hier. Wieso ist Bayern so stark? Naja, Bayern hat einfach überall die richtigen Leute, Mann. Im Mittelfeld, vorne haben sie einen Thomas Müller, der erfahren ist und da Leute sagt, was Sache ist. Ein aufstrebender Kimmich, der jung ist und sich zu einem Teamleader entwickelt. Erfahrene Hasen in der Verteidigung mit Boateng und Alaba und Neuer hinten. Ja, ist gut, Mann. Bellerabi mit dem Einwurf. Oh, Tor für Arminia. Ich glaub's ja nicht, Mann. Das über die Bromance von Wirtz und Bambi. Hab ich nicht geguckt. Aber Bromance, guter Call. Ich meine, es sind 150 Leute. Ist hier irgendwer von euch, der den Football Bromance Podcast hört? Schreibt mal bitte in den Chat, wenn ihr den Football Bromance Podcast hört. Würde mich sehr interessieren. Schalke ist abgestiegen. Naja, die können ja noch Tore schießen, aber ja. Das war's mit Schalke. Keine Bromantiker hier. Mann. Tor für Bielefeld kenne ich nicht. Als ob hier niemand Bromantiker ist und den Football Bromance Podcast kennt. Als ob ihr alle nur so Hardcore-Fußballfans sind. Gar nicht offen für andere Sportarten? Thomas Müller.
Choupo-Moting. Ui, raus auf Coman. Der Ball kommt an. Coman schießt mal aber drüber. Schade, Schalke. Alles ist vorbei. RIP an Schalke, Mann. Hier ist ein Bromantiker. Kelvin Bent, Digga. Retter. Als ich dachte schon, hier wäre kein einziger Bromantiker. Aber vielen, vielen Dank, Mann. Bromantiker. Findest du Bayern arrogant? Nein. Schalke ist gerade verstorben. Yo, chill, dude. Chill, dude. Pling. Ui, Ball in die Mitte. Müller vorbei am... Oh, an Tapsoba, aber schlechter Abschluss. Den hätte man auch mal zum 3-0 machen können, Mann. Wo guckst du? Sky? Steht 1-0 für Arminia Wild. Welche Sportart magst du sonst noch außer Fußball? Ja, Football, American Football, die NFL. Beziehungsweise, ne, NFL ist der Überbegriff. American Football. Bin ich großer Fan von. Ein sehr großer Fan. Ball links raus. Alfonso Davis ins 1 gegen 1. Na, er ging ins 2 gegen 1. Tah spielt den Ball raus. Das sah mir komisch aus, als ob Radetzky da eigentlich angestürmt gekommen ist. RIP für Schalke in den nächsten 5 Jahren. Oh Mann, ist schon schade bei Schalke, ne? Schon schade. Schon schade. Guckt jemand Handball? Boah, ich bin überhaupt kein Fan von Handball, Mann. Guck das Spiel über Sky, aber gucke dich auch. Ja, so soll es sein, Mann. Wie hast du dich gefühlt, als Bayern gegen Nürnberg 5-2 verloren hat? Keine Ahnung, was für ein Spiel du meinst, Bro. Moment back, was geht? Keine Ahnung, was für ein Spiel du meinst. Ich schwimme und spiele Faustball. Gibt's ja nicht. Gibt ja nicht. Nächster Distanzschuss wird aber auch wieder abgeblockt. Morgen sind in Gelsenkirchen Fans vom Stadion und zünden eine Kerze an. Ich glaube auch, Mann. Raphael, Digga, fette Grüße gehen raus an dich. Was geht? Ich bin nicht Schalke-Fan, aber ich werde mal froh, wenn Schalke mal Meister wird. Oder wie lange war Bayern nicht, wie, oder was? Wie lange war Bayern nicht mehr Meister? Bayern ist seit 9 Jahren immer Meister. Das Freundschaftsspiel vom letzten Jahr, keine Ahnung. Ich meine, es war ein Freundschaftsspiel und es ist über ein Jahr her. Kickoff dreht in seinem Stream durch, weil Arminia voll nicht. Ja gut, für einen Schalke-Fan mag das jetzt gerade sehr hart sein. Ei, stimmt. Für einen Schalke-Fan mag das jetzt gerade sehr hart sein. Eckball kommt lang von Bayern, aber es wird nichts. Nächster Schuss wird wieder abgeblockt. Gibt den nächsten Eckball. Freundschaftsspiel und keine Sau, ist halt wirklich so. Mein allererster Stream, in dem ich mir ein Spiel angeguckt habe, das war auf Twitch. Da waren so ungefähr 6-7 Leute dabei, wenn überhaupt. Und da haben wir so irgendwas von so einem Telekom Cup oder so geguckt. So ein Spiel, was man auf Telekom Sport Magenta gucken konnte. Egal, Eckball von Kimmich. Müller verlängert den. Oh, der kommt durch. Aber Bailey kann den Ball rausrennen, aber nicht verteilen. Ich will mir nicht vorstellen, wie es Gamer Brother gerade geht. Stimmt. Ei, bald Zweitliga Brother, Mann. Sad. Big Front. Oh, ein schöner Freischuss-Variante. Kimmich, Musiala läuft vorbei in die Mitte. Kommt, oh, nicht gut, aber war gut. Kimmich und Musiala stehen beide zum Freischuss bereit. Eigentlich sieht es aus, als würde Kimmich ihn lang in den Strafraum spielen. Da schreit gerade jemand in Herne. Ich glaube auch. Da ist ein wie alt ist er? 24? Da ist ein 24-Jähriger gerade ganz traurig.
Wie lange war Schalke nicht mehr Meister? Findest du es unverdient? Naja, ich meine, wenn man schlecht ist, dann. Also nein, ist nicht unverdient. Aber wie lange war Schalke nicht mehr Meister? Schalke war noch nie Meister, oder? Kennst du die Brotatoes? Ja, aber gucke ich nicht, Mann. Werden Abos nicht angezeigt? Neue Abonnenten, einzelne Abos werden nicht angezeigt, nee. Abwehr sehr stabil heute, gefällt mir, ja, Abwehr richtig gut. Und Bailey läuft aufs Tor zu, ah, wird ins Abseits gestellt. Wird ins Abseits gestellt, Mann. Meinung zu Musiala, Musiala feiere ich sehr. Ich bin ein riesen Fan von Musiala, der ist richtig stark. War Schalke schon mal deutscher Meister? Wirklich? Ich dachte... ...1958. Ist ja nicht lange her. Ist ja nicht lange her. Vor 60 Jahren... 1958 wurde Schalke Meister. Das war das... Doch nicht. Entschuldigt. Nichts. Da wollte ich kurz mit historischem Wissen von mir flexen, aber es war nicht das Jahr. 2-0 Frankfurt. Wann hat Frankfurt Tore geschossen? Wann hat Frankfurt angefangen, Tore zu schießen? Frankfurt hat vor der Halbzeit noch ein Tor geschossen? Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Hä? Krabbenkrebs. Moin. Hä, das habe ich überhaupt nicht gerafft. Ich wusste nicht, dass sie vor der Halbzeit ein Tor geschossen haben. Leverkusen verteilt den Ball mal gerade ganz gut, aber Thomas Müller arbeitet gut mit in der Defensive. Musiala, großer Fan, Mann. Ui, schick. Ja, Bellarabi. Es ist da gegen Alphonso Davies. Bellarabi dribbelt sich da mal durchs Mittelfeld, aber verliert den Ball beim Dribbling, weil er den Ball vergisst. Und Kingsley Coman startet auf links durch. Aber mit wenig Tempo. Mit wenig Tempo. Dembele wird wohl gleich auch eingewechselt als nächster Spieler hier. Wie geht's dir? Mir geht's super. Denkst du, Bayern schießen noch ein Tor? Naja, wenn nicht, hätte ich mal einen richtigen Tipp und das Gefühl noch nie passiert, Mann. Was jetzt mit dem fünften Stern? Bekommen sie den bei der Meisterschaft oder ist das Fake? Ich glaube, das ist real. Zeit, Nachwuchsspieler einzuwechseln, könnte man wirklich machen. Von Leverkusen geht fast keine Gefahr aus. Müller gegen Bellarabi. Na, ohne Foul spielt den Ball zurück. Wir können mal gucken, wen Bayern noch so dabei hat. Aber ein oder zwei Bankspieler oder junge Spieler würden jetzt nicht wehtun. Vor allem nicht. Naja, gut. Man könnte halt jetzt einfach mal 2-0 recht sicher. Man könnte darüber nachdenken, ob man Leroy Sané einwechselt. Ich würde sagen, in 20 Minuten, so für die letzten 10, könnte man Goretzka bringen, obwohl man da eher eigentlich nichts riskieren sollte. Und vielleicht einen Stanisic oder so bringen auf außen. Man weiß es nicht, Mann. 2-0 Frankfurt getippt. Let's go, bitte so bleiben. Also Dembele wird eingewechselt, hoffentlich für den Typen, den ich falsch geschrieben. Obwohl, nee, das fällt dann ja nicht einfach raus. Schade, aber auch Freude kurz zu groß gewesen. Kapitän Arangis geht raus und dafür kommt Dembele bei. Ich mag Schalke nicht, wirklich. Nur von alle Schalke-Fans, aber ich finde es schade, dass es in nächster Saison kein Derby mehr geben wird. Ja, das wird auch fehlen. Das wird auch fehlen. Schade, wirklich.
Steht 1-0 für Arminia. Schalke braucht 2 Tore, sonst ist es aus. Oh Mann, 2 Tore ist echt hart. Oh, Leverkusen aber jetzt hier mal mit einem offensiven Dings. Sinkgraven. Ja, in den Rückraum, da steht Demir bei. Der sieht so aus, als würde er schießen wollen. Spielt den Ball auf Bailey. Der versucht zu flanken, aber Musiala und Pavard sind beide da. Mit 10 Punkten Vorsprung ist eigentlich entschieden. Ja, Bayern wird, glaube ich, auch. Also, Bayern ist so gut wie Meister. Also, wenn das schief geht, dann wirklich, dann, also, nee. Oh, Boateng, sehr schwach. Legt den ab auf Bailey. Oh, Sinkgraven im Strafraum. Boateng will den Ball da cool mit der Hacke rausspielen. Aber spielt ihn direkt zu Bailey. Musiala in einer schönen Bewegung. Und jetzt schaltet der FC Bayern mit Tempo. Alphonso Davies ist so schnell, wie er da hinter Coman hinterläuft. Flanke. Ah, schade. Davies ist so schnell. New Blazing Speed hat der Typ. Oh. Was ist in Köln passiert? Ja, krank, Digga, krank. Let's go, Bayern wechselt auch. Goretzka kommt. Leon Goretzka kommt, nachdem er ja, anstatt dass er bei Paris schon wieder fit ist, dann doch 2 Spiele ausgefallen. Let's go. Goretzka kommt, Leroy Sané und... Ah, wen haben wir da? Nian Zhu? Ich glaube, Nian Zhu. Seit 2013 hat Bayern keine Saison verloren, das ist normal. Naja, keine Saison, in der sie nicht Meister wurden, aber auch das ist nicht normal, nein. Also Boateng geht. Ach, Nian Zhu. Nian Zhu kommt für Boateng. Coman geht für Sané wahrscheinlich und Coman geht, dafür kommt Sané. Das finde ich gut. Das ist viel Spielzeit für Musiala. Sehr stark, hat er sich verdient nach dem guten Spiel in Wolfsburg. Und Müller für Goretzka für Müller, glaube ich. Interessant. Freistoß wird nichts. Ich könnte mir vorstellen, Bayern, dass Bayern jetzt vielleicht ein bisschen das System umstellt, immer ein bisschen was anderes versucht. Irgendwie vielleicht mal ein 4-3-3 oder so. Weil man jetzt gerade außerordentlich, warte mal, was ist die Position von Nian Zhu? Was spielt Nian Zhu für eine Position? Der ist Verteidiger. Weil wir haben jetzt in der Theorie gerade 3 Sechser auf dem Platz mit Goretzka, Alaba, der auf A6 spielt. Und Kimmich. Und ja, und dann halt die 4 Verteidiger sind Pavard, Nian Zhu, Hernandez und Alphonso Davies. Und vorne sind jetzt gerade 3 Stürmer. Also Choupo-Moting, Musiala und Sané. Oh, und Sané fängt mal an zu sprinten. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Musiala. Oh, vorbei am ersten, vorbei am zweiten. Legt ab auf Goretzka, der schießt. Oh! Oh! Wo ist Paul Lindsmann? Weiß es nicht. Hä? Irgendwie, ich bin so weit hier auf der einen Seite. Wieso bin ich so weit? Das gefällt mir gar nicht. Können wir mal ein bisschen den hier machen? Na, ein bisschen zu stark gegengesteuert. So. Ja, das tut's gut, Mann. Ja, Zus Innenverteidiger, ja, habe ich auch herausgefunden. Also könnte sein, dass Bayern jetzt mal ein 4-3-3 spielt oder dass einfach Goretzka oder Kimmich einer von denen auf die 10 vorrückt. Kimmich mit dem Eckball erstmal, der wird rausgeschlagen, aber Musiala kommt an Ball. Zu Kimmich wieder, Sané steht weit im Rückraum, Kimmich mit einer scharfen Flanke, aber na. Guckst du Alarm für Cobra 11? Nee, noch nie geguckt. Martinez kommt bestimmt im Laufe des Spiels noch irgendwie für Alaba oder so. Goretzka! Boah, Digga, Bro. Boateng sagt... Oh, Choupo! Choupo-Moting mit dem nächsten Treffer. Abseits, schade. Spoiler, du Hund. Ich bist auch im Homeschool. Yo, ich habe seit heute... seit morgen, aber ich war heute auch zu Hause. Ah, war abseits. Seit heute wieder Homeschooling. Also ich hatte heute, weil ich war gestern in der Schule und dann heute zu Hause und sonst wäre ich morgen wieder in der Schule, aber jetzt bin ich wieder im Homeschooling. Ich bin kein Bayern-Fan, aber ich finde Musiala besser, Moukoko. Musiala hat einfach auch schon deutlich mehr gespielt.
Was wollte ich denn jetzt sagen, Mann? Bro, du sagst Boateng, B-O-R-T-E-N-G, es heißt Boateng, Boateng mit einem A, sagt bei Saisonende bei den Bayern Go-Bye. Da fehlt ein D. Und ein B-Y-E. Aber okay. Willst du die ELF Football schauen? Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf auf die EFL. Und eigentlich, mal kurzer Football-Talk, ist ja auch in Amerika, wäre jetzt ja um diese Zeit, weil letztes Jahr die XFL, die wurde dann ja wegen Corona unterbrochen, aber die soll ja auch nächstes Jahr wiederkommen. Und dann kann man September bis Januar hat man NFL, danach XFL und dann von Juni bis August auch noch die EFL. Wild. Wen findest du besser, Musiala oder Bellingham? Oh, Musiala, aber Bellingham ist ein Rising Star, Alter. Was der in den letzten Wochen spielt, ist insane. Football ist mega cool, ich bin ein riesen Fan von Football. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die EFL ist, vielleicht machen wir mal so eine schöne Watchparty mit Football. Schalke war 7-mal deutscher Meister. 1943, 1934, 35, 37, 39, 40, 42 und 58. Und 10-mal Vizemeister. Ja, guck mal, das ist 2018. Ist gar nicht so lange her, da war Schalke noch relativ weit oben, Mann. Wird auch wild, nicht mehr die footballlose Zeit. Ja, obwohl bald ist ja in 9 Tagen ist ja Draft oder in 10. 10 oder 9. In naher Zukunft auf jeden Fall. Goretzka will den Ball mal durchstecken auf Davies. Davies ist so schnell! Oh. Schade aber auch, Mann. Kimmich kann keine Ecken, Kimmich stark bei Ecken. Ja. Schupo vermutlich im Abseits. Ja, war auch eigentlich guter Lauf und ein schöner Abschluss, aber Abseits. Schade aber auch. Joshua Kimmich mit dem nächsten Eckball. Eckball wird rausgeköpft, Sané mit einem Distanzschuss, der war gar nicht schlecht. Der sah gar nicht schlecht aus, der Distanzschuss. Den Graven am Ball. Schickt mal in der Mitte Schick. Schick wird geschickt. Gott, war das schlecht. Ui. Leverkusen mit einem schnell ausgeführten Freistoß. Bailey in Richtung Tor. Er schlägt den rüber. Latte. Boah, ich dachte, er hat geschossen, aber er hat ihn rübergelegt. Ging an die Latte. Hat den Ball wieder. Bailey gegen Pavard. Da hat Bayern kurz geschlafen bei einem schnell ausgeführten Freistoß. Ei, und Bellerabi Schuss daneben. Beste Chance für Leverkusen. 70 Minuten hat es gedauert. Karim. Boah. An die Latte ging der. Da, Neuer hat den schon dann drüber gesehen. Digga, was mit dem Stadionansager? Bender geht, Amiri kommt. Du musst dir vorstellen, ne? Der kommt mit der Stadionansager irgendwann gerade so. Ein Unterwechsel für unsere Gäste aus Leverkusen. Amiri kommt für Bender. Wirklich so unmotiviert. Ein erneuter Wechsel beim FC Bayern, beim Bayer 04 Leverkusen. Der war ja total gelangweilt. Cam! Alter, Bellerabi seit März 2020 ohne Bundesliga-Tor, wild. Und jetzt gerade schaltet er an der Latte, der Arme. Davies, der ja wieder läuft und läuft und läuft. Neuer verteilt den Ball. Gut auf Nian zu. Ui, der sieht Goretzka. Da war aber viel Platz.
Sané steht vorne. Bayern, ja, Goretzka agiert ein bisschen als ein Zehner, aber eher ein sehr offensiver Achter, kein Zehner. Bayern gerade wirklich in einem 4-3-3-System. Mit den sowieso sehr offensiven Mittelfeldspielern, die es ja, ja gut, da immer, die da immer spielen. Musiala kommt da aus dem Abseits, schade. Knapp 20 Minuten noch hier in diesem Spiel. Rote Karte für Schalke. Na jausa, da läuft's ja immer besser. Warum hast du noch keine 100.000 Abonnenten? Ich weiß es nicht, Mann. Dann könnt ihr auch Schule abbrechen. Dann müsste ich gar nichts mehr machen, Mann. Ein Tor würde der Begegnung gut tun. Ja, ganz, wäre ganz nett. Goretzka läuft Radetzky an. Der kann den Ball aber rausspielen. Thiago bei Schalke rot. Perfekt. Das war's dann auch mit dem Spiel. Ich habe 1-1 getippt. Schade. Läuft nicht so bei Schalke, Mann. Wenn ich Schalke-Fan bin, würde ich jetzt hier ungefähr wieder so hängen. Aber zum Glück bin ich Bayern-Fan und mein Leben ist schön. Scheiß Schalke-Fans, so los, wer Schalke-Fan ist. Ui, Alaba-Real-Wechsel ist scheinbar fix. Alaba scheinbar Real ist fix. Alter, interessant. Krass, Alaba ist scheinbar zu Real ist fix, sagt der Kommentator gerade. 5-Jahres-Vertrag, na jausa. Gibt noch keine Instagram-Posts oder so, die das bestätigen. So lost wie Osnabrück-Fan ist. Hey, hör auf zu fronten, Digga. Kann man nicht für, dass man Osnabrück-Fan ist. Und dass die auch immer so schlecht sind, Mann. Bist du in der Bayern-Jugend? Nein. Nein. Nein, ich bin nicht in der Bayern-Jugend. Ich bin hier bei meinem Dorfverein und bin auch ganz stolz darauf. Kimmich mit dem nächsten Freistoß, der kommt gefällig, aber auch nicht wild. Echt dumm, dass sie ihm 5-Jahres-Vertrag geben. Wie alt ist Alaba nochmal? Alaba. Alaba ist jetzt 28, dann ist er 33 am Ende. 34. 34 am Ende. Lukas, was geht? Schalke hat ihm echt leid und schon wack. Beste, schau immer deine Streams. Danke, Mann. Findest du Schupo? Der macht einen guten Job. Eben einmal leider im Abseits gewesen, sonst noch ein Tor geschossen, noch ein zweites. Macht gute Arbeit, der Schupo. Der kämpft auch für sein Team. Das finde ich gut. Machst du Videos zum Alaba-Wechsel? Ja, vielleicht. Das könnte man ja verbinden mit der Abwehrgeschichte. Musiala. Boah, was ein Schuss von Musiala. Aber daneben, Mann. Kommt Bayern jetzt eigentlich weiter? Weiß man nicht, aber ich glaube nicht, Mann. Chelsea, Atletico und Man City haben Rückzug aus der Super League bekannt gegeben. Mann, Mann, Mann. So, das ist armselig, Digga. Dann sollen die sich direkt dagegen aussprechen. Dann bin ich erst, ja, klar sind wir dabei. Und dann, jetzt habe ich doch Angst. Lächerlich. Wenn das dann kein Geld für Rocker und Nübel verballert hätte, hätte man Alaba halten können. Ja, gut. Bailey ist schnell. In der Mitte, Rückraum. Wird rausgespielt. Nein, Arangis. Boah, was ein Schuss, aber neuer. So viele Chancen. Naja, so viele sind es auch nicht, aber. Ich hoffe, du bekommst heute noch die 10.000 Abos. Ich glaube nicht, dass heute noch knapp 600 Leute abonnieren werden. Leider nicht, obwohl über 7.000 Leute den Stream angeklickt haben. Ach nee, ich wollte gerade schon sagen, was mehr sind als die Abonnenten haben, aber stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Meinung zu Dortmunds Sondertrikot. Ey, das sah schick aus. Das sah schick aus. Ich dachte auf dem ersten, dachte ich mir so, jo, aber dann auf dem zweiten Blick war das echt schick. Ecke wird kurz ausgeführt von Leverkusen. Bellarabi, neuer Faust den Ball raus. Aber Leverkusen bleibt ein Ballbesitz. Schluss für die Stunde noch. Rocker ist ein guter Spieler, Hernandez besser als Alaba. Also aktuell vermutlich ja, aber generell Alaba so stark. Choupo-Moting kommt nicht dran. Wird Ball in die Mitte, aber da steht halt niemand. Und sagen jetzt halt wirklich nach der Saison. Nach der Saison gibt es halt nur noch zwei Spieler vom FC Bayern. Zwei Spieler, die mit dem FC Bayern das Triple geholt haben, oder? Manuel Neuer und Thomas Müller.
Alaba geht, Boateng geht und Martinez geht. Und der Rest war nicht beim Triple dabei. Dann hat beide nur noch zwei Triple, also Spieler, die das 2013 der Triple geholt haben. Davy startet. Donnerstag mündliche Abschlussprüfung in Englisch. Oh, wild. Ui, Davies, Ball in die Mitte. Goretzka legt Abschub und Ting. Leroy. Oh, wo jagt Sané den Ball denn hin? Oh, Leroy. Davy Mord, ich bin immer aktiv im Chat. Bro, du hast vor wenigen Sekunden geschrieben, warum wurde ich gesperrt? Sieht mir nicht gut aus. Hoffentlich steigen die nicht ab. Zockst du Foot nicht mehr? Nicht mehr, Mann. Durch die Superliga gibt es FIFA 22 weniger Top-Clubs. Glaube ich nicht. Da wird sich bestimmt ein lukrativer Deal finden. Bestimmt lukrativen Deal mit EA. Sané macht da weiter, wo er jedes Mal aufhört. Meine Fresse nervt mich nur noch. Ja, wirklich, Mann. Den kann man auch schon mal machen. Schalke einfach abgestiegen. Ja, sad. Trauertag. Wird Ronaldo wechseln? Man weiß nicht, ob die Topstars die Vereine dann verlassen. Aber das Ding ist halt, wenn die Topstars jetzt gehen, weil die sagen, ich habe da keinen Bock drauf, dann ist die Liga halt auch im Endeffekt tot. Das bringt halt so, das funktioniert vorne und hinten nicht. Oh, lol. Und ich wundere mich schon, hier war gerade so ein USB-Dings, bei mir war gerade so ein Ton, ja, so dieses, wenn man so ein USB-Gerät einsteckt und dann war auf einmal dieser Ton. Ich weiß nicht, was am irgendwas Mikrofon, Kabel raus. Aber ja, Sané wirklich schwacher Abschluss, der hätte mal mindestens einen machen können. Bailey gegen Nianzou, gut verteidigt. Nianzou, wie alt ist der? Tanguy Nianzou, ich habe sie offen, auch erst 18, Mann. Kühlen, Haaland, Lewandowski, Ballon d'Or Kandidaten. Haaland muss auf jeden Fall sich mal wieder ein bisschen mehr pushen. Erling muss sich ein bisschen mehr pushen. Show me what you want. Show me. War das eine richtige Entscheidung für Robben aufzuhören bei Bayern? Ja, der Typ war halt alt und war verletzlich. Elfmeter Bielefeld. Wird ja immer schlimmer für Schalke. Oh, Bayern schickt nochmal Leute zum Wechseln. Scott und Saar werden jetzt hier scheinbar eingewechselt. Let's go, 2-0 Bielefeld. Abfahrt Schalke, da war der Norbert Eilenfeld ja eben gar nicht falsch mit seinem Tipp 3-0 für Bielefeld. Hat er fast sogar funktioniert. Haaland für mich auf keinen Fall Ballon d'Or Kandidat dieses Jahr. Nee, der hat stark angefangen, aber so stark nachgelassen. Der hätte 4 Spiele, Bundesligaspiele ohne Tor und 2-mal gegen Man City. Also 6 Spiele, Mann. Erste Liga ruft bei Schalke eher die zweite, aber für Bielefeld ruft auf jeden Fall die erste Liga an. Hallo? Musiala. So, auf Schupo. Der legt nochmal ab. Musiala! Gute Szene. Volkstrauertag in Gelsenkirchen. So true. Boah. Bayern jetzt mit Hackespitze. 1, 2, 3. Goretzka mit Druck in die Mitte, aber auch der wird gehalten. Schade. Schalke auch nur noch zu 10. Mann, es ist wirklich traurig bei Schalke. Tor zählt nicht. Okay. Bailey. Ball hat im Spiel. Amiri mit einem Schuss. Boah, Neuer patzt. Neuer patzt, kann den Ball nicht abwehren, aber Davies kann ihn klären. Weiß jemand, wann Bayern das letzte Mal in der zweiten Bundesliga war? Ich glaube, in der ersten Saison Bayern ist nie abgestiegen, Mann.
Tippweltmeister ist da wirklich so, Tor zählt nicht. Bayern, München, zweite Liga. Buna Saar kommt für Pavard, der einen guten Job gemacht hat das ganze Spiel über. Und Scott kommt für Musiala, ein Junger für den anderen. Also knapp 10 Minuten noch Musiala, 18 Minuten Spielzeit bekommen, finde ich gut. Hat er sich verdient auf jeden Fall. Hat wieder ein starkes Spiel gemacht, der Jamal Musiala. Guter Mann. Komm Schalke, mein 1-1 lebt noch, come on. Wie würdest du reagieren, wenn Bayern am Ende doch an der Super League teilnehmen würde? Also ich würde behaupten, wäre kacke. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Super League vermutlich jetzt gar nicht mehr zustande kommt. Wenn jetzt schon es sind 12 Vereine, davon sind jetzt schon 3 abgesprungen. Bei Liverpool ist der Coach da gar nicht mit einverstanden. Und die Fans sind bei allen Vereinen dagegen. Also ich würde sagen, gesetzte Kandidaten sind gefühlt nur noch Barcelona, weil die kein Geld mehr haben. Die haben eh keinen Ruf mehr zu verlieren. Die sind jetzt eh bekannt fürs ich bin Spieler und ich streik mich dahin, das Team. Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Bayern das mitmacht. Und das wäre, weiß nicht, wäre auf jeden Fall... Also ich meine, das Einzige, was ja vielleicht cool wäre, dass man dann mehr Topspieler hat, aber wenn dann diese ganzen Konsequenzen damit sind, dann ist es ja scheiße. Ich habe einen positiven Kommentar gelesen, Da war doch einer tatsächlich für diese Superliga. Bellerabi, links raus. Sinkgraven, Alaba, verteidigt. Saar ist da dran und holt den Einwurf raus, sehr gut. Schalke und Hertha als Absteiger wäre zu geil. Das wäre ganz komisch, wenn das sind so zwei Clubs, die eigentlich so, ich weiß nicht, seit wann Hertha was mit dem Abstiegskampf zu tun hat. So, das überrascht mich auch immer. Wendell kommt für Sinkgraven jetzt. Nochmal rot für Schalke. Ich werde ohne Grund die ganze Zeit geteilt, weil ich habe gesehen, was du geschrieben hast, Mann. Das hat einen Grund. Sinkgraven geht, dafür kommt Wendell. Wendell. Was eigentlich diese mit dieser UEFA? Regel, dass Champions League-Vereine nicht untereinander spielen und handeln dürfen, weiß ich nicht genau. Oh, ist da Neymar mit einem schönen Tunnler. Oh, und dann muss er Schupo schicken. Jetzt schickt er ihn. Schupo-Moting. Zu weit. Goretzka. Oh, Schuss drüber. Ich habe nichts Schlimmes gesehen irgendwie. Ich habe es gesehen, Mann. Gab nur eine rote, okay, dann hat wer gelogen. Frech. Krass, ey, sieht so aus, als hätte ich einen richtigen Tipp. Es sieht so aus, als hätte ich mal einen richtigen Tipp, Mann. Let's go. Nur mein Problem geäußert. Ja, Bro, geh zu einem fucking Arzt, aber juckt mich da ein Scheißdreck. Ei! Ei, Demi bei schöner Ball. Geschickt auf den Stürmer, aber zu weit, Mann. Ich hab 2-1, egal. 2-0 ist auch schön für Neuer. Ey, Jungs, für die nächste Saison, wir machen wieder so safe ein Tippspiel, ne? Für die nächste Saison machen wir ja so safe ein Tippspiel. Ich hoffe, mit richtig vielen Leuten, Mann. Für die ganze Bundesliga. Weil Champions League ist ein bisschen so kurz, aber für die ganze Bundesliga habe ich richtig Bock drauf, dass wir da hoffentlich so 100, 200, 300 Leute oder so reinkriegen, im Optimalfall. Hoffe ich richtig drauf. Jungs, kann Helmut, es tut leid. Einfach mal jemand fucking bannen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf den Typen. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Doppelt. Ach komm, ich mach's auch nochmal. Der hat jetzt erstmal eine Viertelstunde Zeit, um alles drüber nachzudenken. Tut mir leid, er hat 20 Minuten Zeit, um über alles nachzudenken. Er hat ganz schön lange Zeit dafür. Er hat erstmal gute 45 Minuten Zeit, um drüber nachzudenken, Mann. Er hat 45 Minuten Zeit, um drüber nachzudenken. Oder länger. Leverkusen spielt auch mal einen kurzen Eckball. Addiert sich die Zeit auch wirklich? Oh! Oh, der ist gut. Und Tapsoba aus dem Fünfer schießt er den Ball übers Tor. Tapsoba aus dem Fünfer schießt er den Ball übers Tor. Er stand im Abseits. Aber ey, aus dem Fünfer schießt er den Ball übers Tor. Hast du Homeschooling? Yo, ich habe ihn aus Versehen ausgeblendet. Ups. Ja, was auch immer hier passiert. Oh, Lewandowski, nächstes Spiel wieder dabei. Jo, das ist schön. Das freut mich doch, dass der Robert wieder am Start ist. Der Robert.
Der Robert. Egal, war eh abseits. Ja, ja. Lass ihn erstmal drin, oder? Ja, ja, der wird nicht komplett ausgeblendet. Dann habe ich ja keinen Spaß, wenn man ihn nochmal sperrt. Scott. Ui. Ui, Bayern könnte in Mainz deutscher Meister werden. Wie schön. Wo bleiben die Abos? Die haben doch heute gut Abos gemacht. 20 oder so, würde ich sagen. Findest du die Schiedsrichter übertreiben mit Entscheidungen unterschiedlich? Also bei Bayern gegen Paris im Hinspiel, würde ich sagen, hätte es mal durchaus auch einen Handelfmeter geben können. Aber gut. Hast du Homeschooling? Ja, Gottverdammt. Jungs, ich bin noch mal überlegen, jetzt zur neuen Saison, ich brauche, glaube ich, unbedingt ein Bayern-Trikot, ein Heimtrikot, das neue Heimtrikot. Aber wen brauchen wir denn drauf? Ich würde so vom ersten Instinkt sagen, würde ich sagen, Alfonso Davies, mein Lieblingsspieler. Aber Upamecano, Upalove, ne? Upamecano, ich liebe den Typen, Mann. Deswegen, und ich brauche unbedingt ein Bayern-Trikot für die Streams immer. Liverpool ist auch soeben zurückgetreten. Ja, Jausa. Davies, ich habe auch ein Trikot von ihm. Ja, Davies ist schon der Wildeste, ne? Ball in die Mitte. Ja, was gespielt, Mann. Hast du Homeschooling? Ja, Mann, frag doch nicht. Mach Hernandez. Oh, Hernandez auch wild. Hernandez auch wild. Hernandez auch sehr wild. Musiala auch ein guter Call. Bayern hat viele wilde Spieler. Zum Glück hatte Bayern diesen frühen Doppelschlag. Sie 8. und 13. Minute oder 7. und 13. Ist wichtig, wichtig. Schupo Goating, ich weiß ja nicht. Lever macht gegen Mainz 5 Tore in 8 Minuten, holt sich 6 Rekorde. Jau, jau, jau. Kimmich, ja, mit Foulspiel. 2-3 Minuten noch. Ich schätze mal nicht, dass es noch irgendwas an Nachspielzeit geben wird hier, weil wirklich ist eigentlich nichts Nachspielzeit würdig. Oh, schön, Nian Su, schick mal Sané. Der kommt nicht vorbei an Tabsoba. Oh, schippt Schupo Go. Schickt Schupo Go Ting, indem er den Ball schickt. Schippt, Mann. Er schickt Choupo-Moting, indem er den Ball schippt. So rum. Oh, Wendell wird gefoult. Fault Saar. So rum. Wer war es, dein Lieblingsspieler? Alfonso Davies ist mein Lieblingsspieler. Boah, wer war so mein All-Time-Lieblingsspieler? Boah, ich glaube Ribéry. Ribéry war schon echt immer sehr wild. Levi, glaubst du, Levi knackt den Rekord in den letzten paar Spielen? Wird auf jeden Fall schwierig, Mann. Wie steht's bei den anderen Spielen? Ich glaube, Frankfurt führt 2-0 und Schalke liegt 1-0 hinten. Frankfurt führt 2-0 gegen Augsburg und Schalke liegt 1-0 hinten gegen Bielefeld. Findest du, Bayern-Artikel sind überteuert? Ja, die Trikots sind schon immer teuer, aber sind halt überall so teuer, ne? All-Time-Bestboy Marco Marin. Junge, Junge, Junge. Ribéry einfach zu wild. Digga, Ribéry war zu wild immer. Ich möchte einmal Bock auf so einen Stream, wo man sich einfach nur so, wo wir mal einen Stream machen und einfach nur so kein Spieler, so einfach nur Reactions an, so Reactions machen auf irgendwelche so Ribéry-Karriere-Highlights bei Bayern oder so. So richtig geile Sachen, wo man sich gerne dran erinnert und so. Nur bei diesen Reactions ist halt oft das Problem, dass sie dann irgendwie gesperrt werden. Robben auch immer wild, Mann. Trikot ist teuer, aber trotzdem geil, ja. Robben auch immer zu wild gewesen, aber ich bin immer ein bisschen mehr der Ribéry-Fan. Ein bisschen mehr Ribéry-Fan. Wo denkst du, wechselt für den Kind? Ich denke mal, er wird Bundestrainer. Hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das wäre richtig wild. Unser König wird für immer in unseren Herzen bleiben. Ist so. King Ribéry. Zu nice. Immer mit Alaba auf der linken Seite. Es war wild, Mann. 20 geilsten Tore von Messi sind wild. Ja, Messi. So genau solche Dinger halt. Genau solche Dinger, Mann. Sowas. Muss man mal gucken, wann man das macht. Wie alt bist du? Ich bin 16. So, das spielt in den letzten Zügen. Ich denke mal nicht, dass es Nachspielzeit gibt. Ist Klopp ein guter Trainer? Ich habe Klopp. Klopp ist ein super Trainer, aber ich habe den bei Dortmund wirklich, konnte ich den nie leiden. Aber seitdem er gewechselt ist, Digga, feier ich. Brazzo wird jetzt auch Trainer. Kein Mensch will den. Hashtag Brazzo out! Ja. 3 Minuten? Wofür gibt's 3 Minuten Nachspielzeit? Wofür gibt's 3 Minuten Nachspielzeit? Junge, Junge, Junge. Wofür? Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit, wofür? Brazzo, ich habe die Petition unterschrieben. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber wenn er rausgeschmissen wird und Flick vielleicht bleibt,
Welchen Monat hast du Geburtstag? August. Ich habe am 13. August sowie 13. Minute Kimmich und 8. Minute Choupo-Moting. Bambi hat 100 Tore in der Jugend geschossen. Alter, wilder Kerl. Bambi. Bambi. Mach mal morgen Konferenz am Kanal Geburtstag. Oh, stimmt. Morgen, Alter, morgen mache ich seit 9 Jahren YouTube. Krank. Krank. Insane. Insane, würde der Fachmann sagen. Alaba nochmal raus auf Leroy Sané. Lewandowski fehlt noch und ist verletzt. Immer. Lewandowski ist beim nächsten Spiel wieder dabei. Wie geht's dir? Gut. Der neue Madrilene gibt's ja nicht. Ui, Davis wird da gefoult. Möchte den Vorteil haben. Ist ja auch egal, Mann. Habe am gleichen Tag Geburtstag. Fetter Zehner, Mann. Hat schon 40.000 von 50.000 Unterschriften. Das ist krass. Das hat über 20.000 Leute geguckt, Mann. Morgen Stream, ja. Ist morgen Stream. Ich bin mir noch unsicher. Bin mir noch unsicher. Oh, Freischuss schnell ausgeführt. Ich bin mir unsicher, ob morgen Stream. Ich weiß ja nicht, Mann. Magst du den FCN? Nicht besonders. Schade, Mann. Goretzka fehlen nur wenige Zentimeter hier zum 3-0, Mann. Das heißt, es ist bei Schalke. Oh, Mann. Schalke ist weg. Kein Derby mehr. Chelsea und Man City verlassen auch die Super League. Achso, ja, das ist ja schon. Die haben ja schon gesagt, klar. Ich glaube, wer ist denn jetzt noch drin? Juve, Real, Barca, Man United, Tottenham, Arsenal und die Mailand, die beiden Mailand-Clubs, ne? Inter und AC. Und Real. So, halbe Minute noch. Oh, Sané. Ja. Sané auch unauffällig gewesen heute wieder. Passiert nichts mehr, ja. Hallo, hier ist Lia 2004 mit der Nachberichterstattung zum Topspiel in dieser englischen Woche. FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Bayern kann einen weiteren großen Schritt in die Meisterschaft machen. Die Meisterschaft quasi klar machen. Noch nicht rechnerisch, aber weil Leipzig gegen Köln gepatzt hat mit 2-1 verloren. Und Bayern, wenn sie gewinnen, dann ist es so gut wie sicher, dass sie Meister sind. Noch nicht rechnerisch, aber halt so gut wie sicher. Und der FC Bayern München mit nur einer Veränderung zum letzten Spiel. Alphonso Davies. Leroy Sané hat nicht gespielt von Anfang an, was mich sehr gefreut hat. Musiala und Coman haben auf den Außen geschaltet. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Leroy Sané in den letzten Wochen irgendwie immer schlecht gespielt, schwach gewesen. Deswegen heute nicht dabei von Anfang an. Das fand ich echt gut. Und es ging richtig gut los für den FC Bayern München. 8. Minute Erik Maxim Choupo-Moting mit dem 1-0 für den FC Bayern München. Vorher eine punktgenaue Flanke von David Alaba auf Thomas Müller. Der bringt den aufs Tor, wird gehalten und der Abpraller geht dann in die Füße von Choupo-Moting mit einem kleinen abgefälschten Schuss, der vom Bender abgefälscht wurde. Erzielt er dann das 1-0 und es ging direkt gut weiter. 13. Minute Joshua Kimmich 2-0 für den FC Bayern München. Es war ein Abpraller, der irgendwie rausgespielt wurde und dann Kimmich zieht Volley ab, oder nicht Volley, zieht direkt ab. War nicht aus der Luft, aber er zieht direkt ab und der Ball war wie eine Rakete im Tor direkt. War nicht wie eine Rakete, aber er war schön und ist ins lange Eck gegangen. Und das war das 2-0 für den FC Bayern München. Was, ich muss leider schon sagen, auch der Endstand war. Es gab nicht mehr viele Chancen ab dem Zeitpunkt. Leverkusen hat in der zweiten Hälfte noch eine gute Chance, die von Bellarabi, die ging dann an die Latte. Aber das war es auch schon in diesem Spiel. Bayern gewinnt mit 2-0, war verdient. Bayern hatte ab der 20. Minute wurde das Offensivspiel gefühlt nur noch auf Ballbesitz eingegrenzt, kaum Torchancen gehabt, aber im Endeffekt gut gespielt. Leon Goretzka ist zurückgekehrt, der wurde eingewechselt in der sowas 65. Minute die Ecke, hat wieder gespielt. Und was die beste Nachricht des Tages ist, nach neben einer schlimmen, die wir noch haben, oder einer, naja, anderen Nachricht, Lewandowski ist beim Spiel gegen Mainz am kommenden Wochenende, ist er wohl wieder dabei, ob er von Anfang an spielen wird, ich weiß es nicht, aber er wird bestimmt eingewechselt, freue ich mich persönlich sehr drüber. Und andere Nachricht, Bayern München, kann man fast schon Legende sagen, langjähriger Spieler David Alaba wird den Verein ja verlassen und hat scheinbar bei Real Madrid unterschrieben, wird er einen 5-Jahres-Vertrag haben, also 5 Jahre bei Real Madrid spielen. Das, was von diesem Spiel Bayern holt, ja, 3 sehr wichtige Punkte, kann man sagen, im Tabellenaufstiegsmeisterschaftsrennen. Hat jetzt, glaube ich, 10 Punkte Vorsprung vor Leipzig. Das heißt, rechnerisch ist es noch nicht sicher. Aber wenn man nächstes Wochenende gegen Mainz dann eben 3 Punkte holt mit einem Sieg, dann ist man auch offiziell Meister, kann sich in Mainz, gegen Mainz, in Mainz zum Meister küren, zum 9. Mal in Folge.
Seid auf jeden Fall im Stream dabei, weil ich natürlich stream das Spiel. Das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen oder keine Streams. Auch jetzt gerade bin ich wieder live. Alle, die aus dem Livestream jetzt hier auf dieses Video kommen, Kuss geht raus an euch. Das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und ciao. So, Bayern, gutes Spiel gemacht. Das war die Nachberichterstattung. Wir werden das direkt hochpumpen. Also hochladen auf YouTube. Hallo, FC Bayern München. Bayer. Ups, nicht Bayern. Bayer Leverkusen. 2:0. 20.04.2021. So, Playlist, Nachberichterstattung, so hochladen. Jungs, ich schicke euch, ihr wisst ja, wie der Hase läuft, ich schicke euch da sofort den Link rein für dieses Video, dass ihr das noch schnell dann abcheckt gleich. Da würde ein Kuss rausgehen an jeden Einzelnen, der sich das noch eben anguckt. Einen kleinen Like da lassen und einen Kommentar schreiben. Nichts Aufwendiges, sondern einfach, ne, kurz und knackig. Kommentar schreiben, das Video am besten durchgucken für die Watchtime, wäre super wichtig und wild. Wäre sehr wild. So, der Text: Bayern gewinnt mit 2:0. Ui, was brauchen wir denn da? Brauchen wir jetzt aber mal eine ordentliche Signalfarbe. So, Textfarbe, hier sowas Schönes. Ach, das ist ja so ein Pissgelb. Hier ein schönes Gelb. Kann das auch Schatten bekommen? Schatten, aber schwarzer Schatten. So. Schön lesbar. Und dann müsste auch sofort das Video hochgeladen sein. Machst du heute was länger? Nee, ich muss, aber ich muss nicht zur Schule, sondern ich habe morgen wieder Schule. Am Morgen. Also eine Videokonferenz direkt, schön in Deutsch. Darf ich meine Gedichtsanalyse vorstellen? Freue ich mich schon sehr drauf, Mann. Schalke ist runter. Good night nach London. Immer sein. So, dann machen wir schon mal das Thumbnail mal flott da rein. Und dann müsste das Video jetzt gleich hochgeladen sein. 60%. Oh, das dauert aber gerade lange, Mann. Gefällt mir gar nicht. Also morgen kommt auf jeden Fall ein schönes Video zu den Highlights, zu meinen Reaktionen. Freue ich mich schon drauf. Hoffen wir doch mal, dass es ganz nett wird. Hatten bestimmt ein paar lustige Reaktionen hier. Da sollten wir bestimmt was mit anfangen können. Gehe ich von aus. Warum wurde ich aus dem Chat gesperrt? Bist der beste YouTuber, hast wahrscheinlich irgendwas Unanständiges gemacht. So. So wird es immer. Samstag nicht da. Doch, Samstag freue ich mich schon drauf. Samstag könnten wir Meister werden. Oh, das wäre doch schön. Hochgeladen, 98%. Mach doch schneller, Video. Zack. Also, dann hoffe ich doch mal gleich, dass ich euch alle noch auf das Video jagen kann. Dass ihr euch das noch, Jo, liest noch ein paar Kommentare jetzt live durch. Klar, können wir machen. So, die ersten paar können wir noch abchecken. Wird geprüft. Monetarisierung ein. Bla, bla, bla. Nichts davon. Senden. So, müsste da sein, oder? Sehr gut. So, Abfahrt. Feuer frei auf das Video. Schreibt da noch Kommentare, guckt vorbei, lasst einen Daumen nach oben da, guckt es vor allem ganz durch. Ich werde jetzt gleich noch hier ein paar Kommentare liken und so. Ja. Alter, Video noch ein bisschen sehr frisch. So, 39 Sekunden, perfekt. Also geht da drauf, das war es sonst von hier. Magst du FIFA? Ich spiele gerne FIFA.
ab und zu mal. Sieben Kommentare. Ich kann die Kommentare noch gar nicht sehen. So frisch ist das Video. 10 Likes, 8 Kommentare, aber ich sehe die Kommentare halt Retalk einfach noch nicht. Wartet kurz. Ich kann die Kommentare halt einfach noch nicht sehen. Keine Kommentare. Oh, jetzt! Sehr gut. Sehr gut. 1, 2, 3, Digga, Flex. Sie zahlen für ein ganzes, doch kriegen 06. Top. Ups. Ist jetzt eigentlich die Siegerehrung. Werden erst Samstag Meister. 2, 3, Digga, Flex. Stream. Moin, war wieder im Stream, aber du bist ja jetzt YouTuber. Du kommentierst das sehr gut, mach weiter so. Vielen Dank. Gutes Spiel. Ersten 20 Minuten waren super. Glückwunsch zur Meisterschale. Danke, danke. Erster. Na, eher Vierter. Steckt Bratzo raus. Ist natürlich nicht die feine Action Art. Wäre interessanter geworden. Hoffentlich wie nächste Woche gegen Mainz Meister. Safe. So, aktualisieren wir nochmal, ob wir noch ein paar Kommentare finden auf die Schnelle. Sortieren nach Neueste zuerst. Alter, schön, da noch einige dazukommen. Okay, guter Stream, danke. Ich habe zu danken. Wieder ein nicer Stream, danke. Danke, Bro. So die üblichen Dinger. Ich habe jetzt auch kommentiert. Sehr gut. Ach, guck mal da. Schade, dass Alaba den FCB verlässt. Er war ein Mann für alles, auch außerhalb des Platzes. Ein echter Ehrenmann. Ich konnte immer was mit der Mannschaft machen. Ich wusste immer, wo was in der Stadt schön ist. Umso trauriger. Alaba werde ich vermissen. So. Das ist meine Frage. Top. Ich weiß nicht, was er wollte. Komme gerade von deinem Livestream an. So soll das aussehen, Mann. Okay, sehr wild, Mann. Hast du damit gerechnet, dass Bayern Meister wird? Ja. Also, ja. Ja. Tatsächlich ganz mehr als mein Tipp an alle YouTuber, an alle Leute, die mit YouTube anfangen wollen. Antwortet auf eure Kommentare. Ihr seht schon, 32 Kommentare hat das. Das ist super für die Interaktion. Antwortet immer auf Kommentare. Und ansonsten war es das von diesem Spiel. Bayern München gewinnt verdient mit 2-0, kann man sagen. Das war's von mir. Checkt das Video noch ab. Ich schicke den Link nochmal schnell rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell morgen wieder. Ich bin mir noch unsicher. Aber auf jeden Fall Samstag wieder schauen und reingehauen.